Aufnahme sollte ich auch starten. Hallo, sieht man mich schon? Man sieht mich, Wunderbärchen. So, zappedi zapp. Hier rüber geswitcht. Ich hoffe, ich habe jetzt alles hier an alles gedacht. Oh, ich sehe den Discord noch hier im. Ach ja, ich wollte ja Discord-Werbung machen. So, zack, das auch abschicken. Es ist alles verwirrend heutzutage. So, weg mit Discord, braucht kein Mensch. Hihi. So, bis eben hat nämlich noch der gute Templer gestreamt, der will mich jetzt raiden. Habe ich gehört. So, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert für ihn, das muss er ja wissen. Ich bin da, hoffentlich. Ich warte mal, ne? Schalalalala. Trink noch meinen Tee so lange. Ups. Ah. Rabbit der Ruf von zwei Personen. Einer davon bin ich wahrscheinlich gewesen. Hallo. Lol. So. Kann ich hier jetzt schon mal anfangen? Schon mal das Spiel starten? Nicht wahr, nicht wahr? So. Mal alles denken. Discord-Werbung ist da. Wunderbar. Für 2,5 Leute, die es interessiert. Ich mag es immer so zu tun, als wäre ich jetzt. Ach, egal. So. Kann er jetzt auch. Ach, guck mal, jetzt ist direkt hier Friesenjunge drin. Das ist ja witzig, weil ich ja eben noch deinen Stream geguckt habe. Das heißt, ich bin jetzt quasi auch auf meiner Seite. Sehr lustig. Hätte ich auch mal da lassen können für die Twitter-Werbung. Ich voll Idiot. Fällt mir gerade mal so ein. Egal. Ja, ich hoffe, das Bild ist übrigens cool, weil aus irgendeinem Grund dachte sich Twitch gerade, Twitch sag ich schon, OBS gerade, wie wär's mal, wenn ich das Bild einfach kleiner mache? Das Bild war quasi, ja, sieht man jetzt nicht, aber nur so ein Drittel so groß. Warum auch immer, ich habe eigentlich nichts umgestellt. Alles sehr merkwürdig hier. Aber egal. So, warte mal, jetzt zack. Drücke ich schon mal die Starttaste. Drücken Sie die Starttaste zum Beginnen. Okay. Meinetwegen. Ach, da fällt mir gerade noch ein. Ich wollte doch. Haha, vergessen. Angemeldet. Ich wollte noch gucken wegen eines. Alter Junge, jetzt markier doch hier richtig. Wegen eines. Wegen einer Trophäe. Die ich mir noch holen wollte. Die letzte, die ich ja wieder in der Endsequenz bekommen kann. Naja, erstmal schreibe ich hier. Dieses Fiepen auf meinem Ohr macht mich echt fertig, ne? Ich habe heute irgendwie den ganzen Tag so ein Fiepen auf dem linken Ohr. Das macht mich ein bisschen zu schaffen. Mir ein bisschen zu schaffen. Ein bisschen Sorgen, dass gleich, den haben wir verloren. War ein schöner Raid, ja. Hat sich gelohnt. Er war großartig. Ich fühle mich geehrt. Ballerst du da jetzt rum? So in etwa, ja. Ich bin leider mitten im Finale des Spiels. Da sind jetzt Endbosse und alles explodiert und alles geht kaputt. Also ja, vermutlich schon. Kannst ruhig gehen, es ist alles cool für mich, ne? Ja, gut. Habe ich jetzt wegen der Trophäe nicht geguckt? Ja, mach ich mal so zwischendurch. Ich vergesse, aber ich habe Pech gehabt. Auch nicht so wichtig auf jeden Fall. So. Ich habe gerade den Schock meines Lebens bekommen. Warte mal. Doch, ne? Alter. Warum ist hier noch 15.3.? Ach ja, wegen 2 Wochen, ne? Ich habe gerade den Schock meines Lebens bekommen. Ich dachte, habe ich vergessen, letztes Mal zu speichern. Alter. Huh, aber 7.3. war ja letzte Woche. Alter. Ja, wegen 15.3. ist hier, weil ich halt im Spiel mal die Uhr kurz vorgestellt habe, damit ich was Besonderes bekomme. Ich habe Animal Crossing Time Travel gemacht. Alter, mein Herz. Huh. Ich dachte, ich hätte vergessen, letztes Mal zu speichern. Mir geht's gut. Puh. Mach zum nächsten Mal einen Raid Alert und ich raide dich dann während der Aufnahme.
Gute Idee. Klingt sinnvoll. So. Schwuppdiwupp. So, ich muss jetzt gerade mal. Nein, das ist falscher Spielstand. Der da ist richtig. Ich weiß es gar nicht so genau. Wer wäre mitten? Ah doch, 7.3. ist ja richtig. Das war ja letzte Woche. Ich bin gerade verwirrt. Weil ich war ja auch im Bosskampf letztes Mal, hab dann da aufgehört. Ich hoffe, ich habe direkt davor gespeichert. Ich Vollidiot. Gott, oh Gott, oh Gott. Starten wir einfach das Spiel. Will schon irgendwas passieren? Hilfe. Ich suche mal mein Platin-Relikt. Heute ist Pi-Tag. Peter. Peter-Tag. Ach, schön. Mein Teller steht hier übrigens noch vom Essen. Bei denen konnte ich wegbringen. Sieht übrigens auch echt ein bisschen kacke aus. Ah ja, okay, mitten in der Cutscene hier, schön. Ah, überhaupt Sound? Ich höre nichts. Kann ich skippen, brauche ich nicht. During the last great war. Ja, alles cool, haben wir letztes Mal schon gesehen. I don't give a, ne? Man weiß, man kennt es. Wie sieht der denn aus? Ist lustig, wenn man das Spiel gar nicht kennt. Metal Gear Solid halt, ne? Ich weiß halt nicht, wie man den Boss gerade macht. Ich hab's echt vergessen. Waren letztes Mal schon. Ich war letztes Mal schon hart verwirrt. Weil der mir alles hier irgendwie zurück. Hä? Ach ja, er stiehlt mir die Munition. Da war was. Voll gruselig. Ich glaube, du bist alt genug. Ich gerade so. Autsch. Snake! Wie geht denn der Boss nochmal? Was muss ich tun? Ocelot chillt da oben auch rum. Irgendwo, da. Er hat 6 Kugeln, 12 Kugeln. Was soll mir das sagen? Soll ich ihn einfach mal abknallen? Ocelot töten? Oh, tatsächlich. Aber der hilft mir ja eigentlich. Ich glaube, so kriegt man die Trophäe, ne? Hier, das Ocelot Time Paradox. Einfach ihn killen. Man, ich wollte Ocelot gerade töten. Mann, oh. Hast du das Gefühl, dass ich irgendwas vergessen habe hier bei dem Stream? Ich weiß nicht. Aber das habe ich auch jede Woche, habe ich das Gefühl. Vergessen für irgendwen Werbung zu machen. Nee. Guckt ja eh keiner. Was muss ich tun? Ich glaube, der wirft mir Granaten hin, einfach nur, ne? Ach, come on. MP-Grenade. Hab ich die ausgerüstet? Warte mal. Nichts. Habe ich gerade AIDS gesagt? Tut mir leid. So, Moment. Wo sind denn die BP-Granate? Buch. Granate? Ich habe gar keine MP-Granate. Hä? WP-Granate. Das ist eine WP-Granate. Wahrscheinlich gerade MP-Granate, als ich es aufgesammelt habe. Ich meine, es würde ja auch irgendwie Sinn ergeben. Ne? Magnetischer Impuls oder so. Und er ist ja irgendwie so. Ja, ich habe keine Ahnung, wir probieren es einfach mal. Ich werfe mir einfach mal eine Granate ins Gesicht. Einen Granatapfel ins Gesicht. Dann passt das schon. Bitte. Irgendwie nicht. Na, ich war auch, hat nicht getroffen. Oh, ich habe ihn getroffen sogar. Oder das ist irgendwas, oder das ist irgendwie ein Item, was er mir gerade zugeworfen hat. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Fight Run wird gleich hochgeladen. Das ist gut. Freut mich für dich. Was ist denn jetzt mit ihm los gerade? Er sieht so komisch aus. Ne, treffen kann ich immer noch nicht. Es war doch eine WP-Granate. Well-played-Granate. Werf ihn einfach mal weiterhin damit ab. Scheint nicht allzu schlecht zu sein, sage ich mal. Auch nur wenn ich treffe.
Ich bin dumm und drück falsche Tasten. Hihi, lustig. Sterbe. Ist gar nicht gut. Eva! Ich habe einen Kater und keinen Bock selber zu spielen. Ja, auch einen Kater. Ich glaube, er meint einen anderen Kater. Ui. Mir geht's nicht gut, also im Spiel. Oh nee. Kann ich ihn boxen? Katze, Karte oder Karte im Kopf? Heute Katze, Karte. Rogan hat gar keinen Bock mehr, so dreht sich um. Ich komm mich hier raus aus dem Loch. Fuck. Kann ich mit einer normalen Granate treffen? Frag für einen Freund. Nein. Gut. Dann werfe ich ihm einfach weiter. Aua. Mom. Im Moment soll das heißen. Stirbt irgendwie ein Tier nach dem anderen von unserer Familie. Das ist nicht so schön. Okay, ich hab. Wie habe ich ihn getroffen das eine Mal? Da hat er auch voll viel Damage gekriegt. Nervt mich. Oh, kann ich ihn irgendwie so. Es wäre. Ja, danke, Snake. Vollidiot. Okay. Ich leg hier einfach alles mit Granaten aus. Das passt schon irgendwie. Das stimmt mit 18. Da kann man tatsächlich nicht meckern. Ich glaube, bei uns wurde nie eine Katze so alt. Aber. Macht er nichts. Oder so. Reden. Meine Stärke. Ey, das ist aber auch permanente Nebenwurf, Snake. So, ja, guck mal, das ist doch ein perfekter Treffer. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Irgendwie, guck mal, jetzt hat er so Damage, kriegt er jetzt. Aber treffen kann ich ihn immer noch nicht, ne? So, jetzt hier ein bisschen so. Nee, geht immer noch nicht. Nice. Genau wie mit den Granaten, geht wahrscheinlich auch nicht. Ach Jung, nee, lass gut sein. Nee. Klappt irgendwie alles nicht. Uiuiui. Aber mich zuzurennen, die mag das nicht. Ich bin sensibel. Aua. Boah, Snake! Snake! Wirf doch nicht so doof. Und seiner Karte wurde 16. 2015 gestorben, glaube ich. Das ist aber auch schön eigentlich. Das ist richtig. Nee, das juckt ihn nicht. Was wirft er mir jetzt zu? Immer noch WP-Granaten. Eva, was muss ich tun? Ups. Der rennt aber von den Granaten weg. Verstehe ich gar nicht. Ich hätte ihn gerade so easy treffen können, ne? Also richtig in seiner Ecke chillt. Oh, warte mal, kann ich vielleicht. Ja. Hm.
Was spielt ihr denn sonst noch so? Alles Mögliche. Was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Zumindest bei mir. Oh. Ne, der juckt ihn nicht mehr. Also ich habe ja, also ich weiß nicht, ich weiß nicht, genau. Ich habe ja einen YouTube-Kanal, auf dem ich Let's Plays mache, so richtig klassisch und schlecht. Da spiele ich gerade Crash Bash mit dem da, mit dem Typen da im Chat. Also ein Crash Bandicoot Party Spiel, falls ich nicht weiß, wo habe ich die Granate denn hingeworfen? Ey, ich verstehe nicht, was ich tun muss. Hilfe. Aber gleich wird mal gegoogelt, was ich tun muss. Hey. Get him. Oder ich rufe mal wen an. Beste Idee. Ja, dann spiele ich noch Blood Omen, Legacy of Kain. Kennt wahrscheinlich keine Sau, aber ist auch überhaupt nicht schlimm. Und Resident Evil 7 spiele ich sonst im Stream. Jeden Dienstag. Und sonst privat. Ja, alles Mögliche. Ich finde gut, das ist wieder Animal Crossing, klar, und noch vieles mehr. Typ, da bin ich, hehe. Sims, Red Dead 2, Monster Hunter, Animal Crossing, Ark. Ich hätte auch gern Mario Kart. Ja, Red Dead 2, Alter, das ist eine Sache. Da habe ich Angst. Red Dead Redemption habe ich vor kurzem nochmal auch auf meinem Kanal gespielt. Red Dead Redemption 2 kommt irgendwann auch nochmal. Also ein Riesenspiel. Monster Hunter nie gespielt, Animal Crossing, ja. Ark auch nie gespielt. Mario Kart ist super. Mann, ich habe nicht zugehört, was er gerade erzählt hat. Snake, watch out for Volgin's electric shock attacks. If you're shocked while equipping a gun, the bullets inside the magazine will ignite and the gun will explode. But he should be vulnerable just after launching a series of shock attacks. Avoid the attacks and either shoot him from his blind side or engage him directly with punches or CQC. And don't forget, the timer is still ticking on the C3 detonator. When it reaches zero, it's all over. You've got to finish him off before then. Ich merke auch daran, Crash 1 bis 4 zu LP'en und ich streame die Zeitherausforderung. Story ist einfach mega. Von Red Dead? Oh ja. Storytelling vor allem. Zeige ich immer wieder, wie die Geschichte erzählt wird. Und dass so alle möglichen Western-Genres. Ich bin tot. Alle möglichen Western-Genres da verarbeitet werden und wie und was und wo. Weiß Obi. Was mache ich gegen dich, gegen dir? Also wenn er keine Blitze hat, glaube ich. Dann kann ich ihn, glaube ich, angreifen. Er kriegt gar keinen Bock. Eieieiei. Hat mir genau abgeworfen damit. Eigentlich ganz cool. Och Mann! Ich frage mich, wie lange ich damals dafür gebraucht habe. Das hat er nicht so. Red Dead 3 ist mega. Ja, Red Dead 3. Warum Red Dead 3? Was hat das zu bedeuten? Uwabara, was willst du? Wir haben es geschafft, ihn das mal zu treffen. Jetzt hat er ja gar keinen Bock mehr, sich treffen zu lassen. Verstehe ich nicht. Aua. Leon erklärt es. Okay, Red Dead Redemption 1 und 2 sind Spiele, aber Rockstar hat ja schon mal für die PlayStation 2 damals im Jahre 2005, nee, 4. 4, ne? Red Dead Revolver rausgebracht. Was quasi ein geistiger Vorgänger ist, weil es halt auch ein Western-Spiel ist. Hat aber nichts mit Red Dead Redemption zu tun. Ist halt eine komplett eigene Story und Welt und ist auch noch ganz anders, weil es nicht Open World ist und so. Deswegen ist es quasi Red Dead 3 Redemption 2. Aber ja. Machen wir mal die Witze drüber. Keine Ahnung. Das führt zu nichts, was ich hier tue, irgendwie. Wirklich, ich bin ein bisschen überfordert. Merkt man vielleicht. Ich renne ja warum.
Vor allem muss ich ihn in 5 Minuten platt machen. Oder muss ich vielleicht einfach nur den Counter aushalten? Warte mal, Alter, dämmert mir gerade was. Ich glaube, ich muss echt nur diesen scheiß Counter aushalten, kann das sein? Das machen wir einfach mal. Also ich versuche jetzt einfach mal zu verrecken. Das wäre eine gute Idee. Far Cry Primal fand ich auch ganz total gut. Auch Far Cry habe ich nie gespielt, aber gerade Far Cry 3 würde ich eigentlich gerne mal nachholen, weil das ja auch mal so ein All-Time-Favorite ist. Ich mache Witze darüber. Dann ist es nur Witze, um mich nicht zu zerstören. Ja, genau. Far Cry Blood Dragon. Ich würde trotzdem gerne nochmal mit der Granate treffen, einfach weil ich es kann. Vielleicht. Vielleicht kann ich es auch nicht. Snake! Beep, beep, beep. Snake! Wuhu! Auf der anderen Seite, wenn ich den Counter abwarte, dann fliegt halt das fucking C3 hoch und alles stirbt. Also eigentlich. Ach, ich warte einfach mal ab, was passiert nach den Minuten. Wenn ich dann Game Over bin, dann gucke ich mal nach, wie man den Boss hier am besten besiegt, weil ich habe keine Lust, jetzt selber rausfinden. Habe ich damals schon, das muss reichen. Sage ich jetzt einfach. Vielleicht habe ich auch damals gegoogelt, ich weiß es nicht. Tigri. Raymond und Spyro sind auch toll. Spyro, oh oh. Meine Bildungslücke, ne? Darf ich gar keine Energie noch nicht. Mach mir keine Angst, ich muss sie auch irgendwann noch alle spielen. Habe ich Vertrag für unterschrieben. okay. Das ist doof. Bäm, 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 bäm. So, jetzt kann ich wahrscheinlich angreifen, aber auch so kurz nur. Ja, das schafft ihr. Ich habe Durchhaltevermögen manchmal. Hier einfach grab. LOL. Dass es geht. Das hätte ich niemals gedacht. Fancy Musik auf jeden Fall. Ich bin weiblich und darf das nicht können. Ach so. Wenn du männlich wärst, wäre das auch okay. Nein. Ich hab Hunger. Also Snake hat Hunger, meine ich. Ich finde das super, dass es einfach geht. Das sah unglaublich falsch aus, was ich da gerade gemacht habe. So, was passiert? 3, 2, 1. Bumm. Okay, das ist ein Game Over. hätte ja klappen können. Ich kann dir eine Tassensuppe anbieten. Snake! Snake! Ich tue meinen Teller Nudeln. Ach ja, nee, ich hatte schon gutes Essen. Snake Yardent. Okay. So, pass mal auf, ich guck mal in mein Let's Play von damals, wie ich das gemacht habe. Din, 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 din. Oder wie lange ich gebraucht habe. Mädel, Leute, gehst alle drei, da ist es. So. Volgin. Möchte nicht meine eigene Stimme hören, bitte? Das ist sehr grausam. So, recht herzlich. Ich habe gesagt, ich will ihn nicht hören. So. Naja, ganz viel Erklärung hier. Okay, der Kampf ist los. Ich hab den ja voll. Ich hab den. Hä? Okay. Egal. So, warte mal. Was geht hier ab? Ich meine, ich könnte natürlich auch einfach googeln. Geht wahrscheinlich ein bisschen schneller. Na, da bin ich schon. Ja, der und Ballern klappt nicht. Merkst du jetzt auch? Oder Kommandomesser ich den einfach. Das kann natürlich sein.
Okay, schaffe ich den gerade nicht zu schnell? Was ist da los? Okay, ich hab verstanden. Ich muss den gar nicht so viel besiegen. Sorry, dass ich mich spoilern lasse, aber ich habe das Spiel jetzt schon durchgespielt mal, also darf ich das? Ich habe so einen komischen Auberginen-Tomaten-Lauchzwiebelauflauf vor ein paar Tagen gemacht, vorgestern. Der war voll aufwendig und dafür schmeckte der echt ein bisschen enttäuschend, aber war okay. Vorhin eine zweite Portion war gemacht. Wenn sich ein Morgen schön ist, keine Ahnung. Pommes. Boah, lecker. Lecker. Ja, war okay, aber so ein bisschen, weiß ich nicht. Kann ich nicht sagen. Vielleicht habe ich aber zu wenig gewürzt. Das kann auch sein. Ich bin nicht gut im Kochen. Ich mache es zwar irgendwie, weil ich mir denke, muss ja. Für mich reicht es meistens. Aber ja. So, pass auf, ich muss nämlich eigentlich nur. Ich hatte ihn eigentlich schon fast besiegt. Ich muss ihn echt gar nicht so häufig treffen. Okay, pass auf. Wir machen das mal anders. Wie oft habe ich schon pass auf gesagt? Wir machen mal so. Dann packe ich die Waffe weg. Mach mal deinen komischen Blitzstrahl hier. Nochmal. Na komm. Do something. Genau den nämlich. So kann ich ihn nämlich treffen. Wenig. Wie ich gerade merken muss. Ich will ihn nochmal so geil mit der Granate treffen, Mann. Das war voll geil. Ich hab das geliebt. Geile Zeit damals. Bado! Wie habe ich den so gut getroffen? Ich muss ihn irgendwie vielleicht cornern oder so, dass er einfach, wenn er woanders hinrennt, er da direkt in die andere Granate reinläuft. Das könnte klappen. Ja. Ich habe einen Rosenkohl-Kartoffel-Eintopf gemacht, der war super. Ja, es gibt so einen Rezept von Pete's Meat kocht, dass ich mal nachkochen wollte mit Rosenkohl-Dingern. Muss gerade nur denken. Stimmt, muss ich mir auch nochmal aufschreiben, die ganzen Zutaten für nächste Woche. Ich kann es auch nicht, aber sehe es genauso. Man kann nicht fertig Zeugs ständig essen. Ja, nachdem ich ausgezogen bin vor 2,5 Jahren mittlerweile. Mann, 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 ich werde alt. Naja, ich treffe ihn nicht. Du. Sackgesicht. Wollte ich wieder böse Wörter gerade droppen? Ich war schon mal vor, manchmal droppe ich sehr böse Wörter. Ich hoffe, das ist okay. Was wollte ich sagen? Ja genau, da habe ich einfach halt echt nur von Fertigzeugs ernährt so und irgendwie so nach einem halben Jahr dachte ich mir auch mal so, es reicht, es geht nicht mehr. Ich meine, ab und zu ist es ganz geil, aber immer, irgendwann reicht es auch mal. Im Tipp, hab Hacklauchsuppe gemacht, Sahne, Schmelzkäse war ausverkauft, ich nahm dann Kochkäse. Ganz schlechte Idee. Ja gut, da kenne ich mich jetzt gerade sowieso nicht so aus. Aber ja. Ja, mit dem Teller. Kochen gut. Einfach kochen gut, ein Wort. Ja, statt Sahne nehme ich meistens immer Joghurt. Soja-Joghurt. Das war. Nee, echt. Konnte man nicht essen. Ja, ich habe auch schon so manche Gerichte. Wobei, na, so richtig versaut habe ich bisher eigentlich auch noch nichts. Aber gut, meine Ansprüche sind halt auch niedrig, so, ne? Höchstens hatte ich mal essen, was dann irgendwie lasch schmeckte oder so und ich dann nochmal nachwürzen musste oder so, aber dass ich so richtig das Kotzen gekriegt habe, das zum Glück noch nicht. Aber ja. Mann, wieso treffe ich ihn nicht? Das geht mir gerade echt ein bisschen auf den Sack. Ich finde es so geil mit der Granate treffen. Das kann doch nicht sein. Get up. Nur ein bisschen treffen. Ach ja, ich hätte die ablegen müssen. Haufen!
habe mich immer Dinge richtig versaut. Ja, ich auch. Ja gut, wie gesagt, für meine Ansprüche nicht versaut, ne? Andere hätten da vielleicht schon gekotzt, aber ich nicht. Ich bin da auch immer viel zu, weiß ich nicht, zum einen zu geizig, zum anderen aber auch zu schade zum Wegschmeißen. Wenn mir das halt nicht gut schmeckt, dann esse ich es halt trotzdem komplett, weil ich mir halt denke, nee, schmeiß ich jetzt nicht weg. Ich finde das toll, total toll, wenn man dran bleibt beim Kochen. Ja, es wird auch besser langsam, also, naja, glaube ich. Also, bei mir ist das Problem, das Kochen an sich wird halt nicht besser, also der, die, die, also... Was soll ich sagen, so meine Zwiebeln, wenn ich die Zwiebeln schneide, sind immer noch viel zu große Stücke und, keine Ahnung, sieht immer scheiße aus. Aber ja. Die Aufhackbrötchen bei dir waren okay. Ja, da haben wir krass gekocht auf jeden Fall. Ja, Major ist ja meine Schuld. Eben. Zwiebelgroß schmeckt besser. Ja, das stimmt eigentlich auch schon wieder. Aber weinen beim Zwiebeln kochen. So, ich will mal probieren gerade. Ich habe doch auch noch die Shotgun, oder nicht? Ich glaube, die ist ein bisschen cool, wenn ich den so ein bisschen in den Rücken ramme. Stattdessen. Ja, also wie war das noch? Also ich glaube, also ich bin jetzt schon eine halbe Stunde streame ich schon. Ich bin immer noch bei dem Boss, scheiße. Ah, hey, da können wir ein bisschen reden. Weil gleich kommen wieder ganz viele Cutscenes und dann können wir nicht reden. Das tut mir ein bisschen leid. Also ich könnte theoretisch drüber reden, aber will ich ja nicht. Hey! Achso, ich bin dumm. Merke ich gerade selber. Ist hier irgendwie so... Ja, genau. Ich hab glaube ich nochmal getroffen. Okay, gar nicht so schlecht. Versuche ich jetzt mal was. Scheiße, hat nicht so gut geklappt. Mann, ich bin nicht schnell genug. Aber er hat gar nicht mehr so viel Leben. Ja, okay, das war dumm. Braindead. Moment. Ich kann das schaffen. Ich bin der Größte. Ja! Geil. So. Ha, Kingdom Hearts. Okay, dann bist du bei mir auch für die Zukunft an der richtigen Adresse. Denn ich spiele momentan alle im Stream so nach und nach. Genau, vor kurzem Birth by Sleep durch. Reden wir gleich nochmal drüber. Cutscene, wichtig. Do you hear me? I said shoot him. Sorry, Colonel. I'm afraid I can't do that. What do you mean you can't? I made a promise to the boss. Silence! I am your commanding officer. Pew, pew, pew. Questioning my authority? Fight like a man, Volgin. Volgin? Emergency. Explosives have been detected. All non-EOD personnel must evacuate immediately. Ocelot, find those bombs! Treasure lot. Repeat. Explosives have been detected. All non-EOD personnel must evacuate immediately. Move it! Huh. Yeah, it's... Ach, Ocelot, er ist noch jung. Okay, ich glaube, jetzt kommt Kampf Nummer 2, oder? Ready for some more snake. Oh Gott. Okay. Ich bin schon gewundert, dass er irgendwie nur bei der Hälfte sich dachte, so, jetzt reicht mal.
Ich muss mir nochmal genau durch sagen. Oh, ich habe nur eine Granate. Das ist nicht so geil. Aber ich treffe ihn nicht. Aber vielleicht kann ich ihn jetzt einfach ein bisschen wegprügeln hier. Warte mal. Nee, wir machen das anders. Also eigentlich genauso wie eben, meine ich damit. Scheiße. Bin dumm. Na komm. Fies dein Blitz. Du Sau. Ich habe ihn tatsächlich getroffen. Cool. Aua, 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 aua. Aua, aua. Kann ich ihn vielleicht... Nee. Frag mich, ob wir jetzt einen Save Point an der Stelle haben. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, nope. Weil, Aua! Oh, oh. Ich muss mich mal kurz hier heilen. Sonst sterbe ich gleich. Das ist nicht so gut. Schutzwunde. Was muss ich nochmal alles tun? Bestimmt hier was rausholen. Desinfiziert. Verband rumlegen. Blutung. Wie stoppe ich eine Blutung? So, offensichtlich. Ich wurde in die Füße geschossen. Was ist das denn? Dip, dip. Okay. So, jetzt geht's mir wieder gut. Und jetzt hoffentlich kriege ich Leben. Sonst haben wir ein Problem. Oh oh. Dann mache ich ihn jetzt am besten platt. Ich muss die Theorie wahrscheinlich wirklich nur einmal mit der Schrotze treffen. Dann ist gut. Dann ist Feierabend. Oh, ich bin dumm. Ich bin Coco. Vielleicht hole ich noch Smoothie. Warum holst du die Dinge, die ich gerne hätte? Der Frechdachs, der Templar Assassin 609. Man kennt es. Oh, ich habe noch einen Schuss. Das ist nicht so gut. Tatsächlich. Komm, mit dem kill ich ihn jetzt. Ha! Tatsächlich! Wuhu! Ah, Schrot im Rücken. Das tut weh. Hol mal kurz Socken, der ist wieder da. Schicke dir ein Bild. Ist da irgendwas passiert? Oh Gott, ich habe viel zu WhatsApp-Nachrichten. Was ist denn da los? Ich muss ihn nicht selber rausspielen, oder? Ach ja, jetzt weiß ich, welcher Boss jetzt kommt. Lol. Step on it. Piu, piu, piu. Eva. How did you? Ja, das musst du wohl. Let me go. The boss? Why? I'll tell you later. Right now we've got to get to the lake and escape. We can't leave yet. I've still got one last job to do. The boss is already at the lake. Huh? She's at the lake.
She's waiting for you there. Waiting for me. Mach mal deine Jacke zu. I don't want you to fight her. But I've come to realize that there's a special relationship between you two. Something I can't understand. Something that goes beyond a man and a woman. I envy you. Really, I do. But I guess I just can't understand it. She asked me to tell you something. I've never seen someone with such clear eyes. There. I said it. Ready to go? Yeah. Dass du frech bist. Basically, ja. Frechdachs. Oh oh. Der hat gerade vorher angehört wie Liquid. Aufgehört. So, warte mal, wie ging das nochmal? Bosskampf, ne? Und endlich Schuss. Toll. Okay, da sollte ich vielleicht mir eine bessere Waffe für aussuchen. Am besten die dicke Wumme, die ich gerade hatte. Namens! Weiß ich nicht mehr. Oh, ich hab ein RPG. Wo bin ich ein RPG her? Nehme ich aber. Mit unendlich Schuss. Ja, moin. Boah, bin ich zu alt fürs Ringen geworden. Piu! Kann ich irgendwie. Achso, den Schuss nachher. Kann ich ranzoomen? Irgendwie nicht. Ich habe unendlich Schuss, ne? Alter, Junge. Pack den RPG aus. Bam! Etwas übertrieben vielleicht. Ja, gut, machen wir es so. Alter, hier dreht gerade ungefähr alles durch. Das ist ja Medical Solid, ne? Gehört halt dazu. Iva stirbt gerade. Aber ist nicht so schlimm. Dieses Quietschgeräusch hört sich so blöd an. Tja nun. Machen wir hier bloß. Muss man eigentlich echt aufpassen, ne? Wenn man hier das Spiel durchspielen will, ohne jemanden zu töten. Dann darf man sich hier das aber nicht erlauben, was ich hier gerade tue. Hehe. Mein Gott, ich stecke auch gerade echt ein, ist nicht gut. Aber kein Medical Solid ohne so eine Fluchtpassage irgendwie. Wobei, Teil 2 war ohne. Ja. Ja, Physics. Danke für die Info. Tja, ich wollte ihn ein bisschen foppen, aber ist okay. Ja, der Shaco hat auf jeden Fall schon viel Damage. Bin begeistert. Hilfe. Hilfe! Sorry. Alles gut. War ja auch eher ein Witz, ne? Also ich wollte, es war nicht beabsichtigt, er war ja nicht da und keine Ahnung. Dann ist so entstanden. Wir mobben uns manchmal ein bisschen. Zeigen oben von der Dorfmusik. Ach so. Hm?
Also ich fand dein Lachen darüber lustiger als das Video selbst gestern, aber ist okay. Engine habe ich gerade gesehen. Ich kann manchmal echt gut lachen und auch wenn es gestellt klingt, das ist echt. Ja, lachen wir schön gestern, hat mir gefallen. Steht Code auf seinem Nummernschild. Ich finde, dass der Bosskampf einfach nur eine Cutscene ist. So, haben wir nochmal für unseren Discord geworben. Bei einer zweiten besten Freundin. Werbung ist immer gut. Ich muss nochmal GameStalker eigentlich fragen. Er hat wahrscheinlich gar nicht mitgekriegt. Ich muss eigentlich mal meinen alten Discord nicht mal löschen. Die bretter ich jetzt voll um. Oder auch nicht. Finde ich gut, dass sie es nicht macht, weil sonst wäre der Run wahrscheinlich im Arsch. So, wie chill die einfach gerade drauf sitzt, so, yeah. Voll Bock. Bringt doch nichts, sie abzuknallen eigentlich. Einmal trotzdem. Yo, Snake, chill. Muss ich irgendwas freischießen hier oder so? Iva, alles gut? Möchtest du mal weiterfahren oder eher so nicht so? Alter, was ist mit der Kamera los, Hilfe? Muss ich echt alle abknallen, okay? Oder betäuben, alternativ. Ich teile meinen besten Freund nicht. Ich hab keine Freunde. Nein, Spaß, alles gut. Oh Gott. Wie er einfach schreit. Ist es bei der. Ist es jetzt gerade nur in der Situation so, frage ich mich? Oder macht das bei der Waffe einfach immer, wenn man durchzieht? Bei der Waffe ist es ja schon kein Stealth mehr, das ist ja schon Rambo-Taktik. Was man da ein bisschen rumschreit, ist auf jeden Fall verständlich, sage ich mal. Voll geil. Mag ich. Ja. Autsch! Oh, voll die Rakete ins Gesicht bekommen. Doch weh. Die explodiert, also die erschreckt mich manchmal einfach nur. Okay, sind wir schon mal im Rollfeld. So. Seiner Freundin, okay. Aber Rest hat wegzubleiben. Der ist mein bester Freund. Wow. Mein Freund ist auch noch da. Trollfeld. Ich bin übrigens Leon. Und das ist Templar Assassin 689, der hat keinen echten Namen. Lieber Junge. Okay.
nicht im Blick, dass der Boss erst nach Elektro kommt. Ja, der Boss ist Final Boss. Der Boss. Boss. Boss-Transformation. Ich sehe das Spiel mal so gar nicht. Ja, das ist auf jeden Fall gut zusammengefasst für den Moment. Also ich sag mal so, das ist ja das Ende des Spiels, ne? Das ist ja schon der vierte Stream, den ich das Spiel spiele. Und selbst wenn du von Anfang an dabei gewesen wärst, du würdest genauso wenig verstehen. Das ist eine sehr komplizierte Story in Metal Gear Solid. Und vor allem ist Metal Gear Solid 3, wobei es chronologisch gesehen der erste Teil ist, weil das Spiel in der Vergangenheit, bla bla bla. Ich kann jetzt aber auch nicht zusammenfassen, das ist unmöglich. Teil der Kriegsszenario. Leute haben sich hier verschanzt und haben Raketensysteme und man muss sie aufhalten. Sind etwa Raketensystem ist quasi der laufende Wicht da hinten. Laufende Gerätschaft mit Atomwaffen drauf. Ist es sehr abgespaced. Wird ihm schon mal gehört von Metal Gear Solid. Ja. Ah, jetzt Endboss, das heißt, man muss einfach nur noch alles abknallen hier. Ah, macht Spaß. King Mars komplizierter, ja, vermutlich. King Mars hat seine eigenen Regeln noch dazu. Metal Gear Solid spielt wenigstens so halbwegs in unserer echten Welt. Das Schrei, ey. Ich finde das so lustig. Okay, alles weggepustet. Kann ich mal ein bisschen hier... Oh, oder auch nicht. Metal Gear Solid Burst passiert quasi, ja. Ich bin nicht in der echten Welt. Hm. Mein Rücken juckt. Er ist noch jung. Son of a bitch! Genau diese Einstellung hatte ich doch gerade schon mal. Was ist da los? Wo kommen die ganzen Leute wieder her? Bam. Ich glaube, der wird gleich... Okay. Shagohard, warum tust du das? Das ergibt keinen Sinn. Warum überfährst du deine eigenen Kameraden? Genossen in Russland. Comrades. Macht keinen Sinn. Ergibt keinen Sinn. Entschuldigung. Dramatik. Macht so wenig Damage. Ich würde gerne die Knie abknallen, aber... Aua! Er hat keine. Grammar. Ja, schwierig. Bei mir hier. Komm schon! Ist es ein Metal Gear oder einfach nur ein großer Panzer? Es ist der Shagohod Horde, es ist quasi ein... Es ist quasi Metal Gear, basically, ja.
Sein Medigier gab es hier noch nicht, oder? Doch, gab es. Der eine Dude hat das ja erwähnt, der Obermufti da, der hier das, den Befehl hatte. Also, was heißt den Befehl? Den. Ja, ich weiß gar nicht, selber gar nicht mehr genau, was der gemacht hat. Der leitende Techniker, nenne ich es mal. Der hat auf jeden Fall vom Medigear-Programm gesprochen. Und dass der Checkout, glaube ich, sein erstes. Der erste seiner Art ist. Protobär. Ich habe selber auch nicht mehr ganz gekauft. Was sind schon Wörter, ja? Medigear Checkout. Fakt ist, es ist ein fucking komisches Viech da, was Raketen hat und bum bum. Fertig. Iva hat Brüste. Und das ist schön. So. Ah, Gott, ey, meine Schulter. So. Mir macht mein Ohr immer noch Angst, ey. Es fiept den ganzen Tag. Ich mach mir Sorgen. Ich will nicht taub werden. Nicht so Bock drauf. Auch Kreislauf sein. Hoffen was. Im Kreislauf geht's eigentlich gut. Wobei, ich habe mich gestern echt von viel Scheiße ernährt, also vielleicht. Ja, okay. Entspann dich. Kannst du noch was anderes sagen? Achso, ich muss R1 drücken. Oh, ach so, ich hab beide abknallen müssen. Ups. Mission failed. Fission mailed. Schlaf einfach mal nicht zu wenig die Nacht. Ich habe leider morgen Frühschicht, das ist ein bisschen ärgerlich, aber es passt schon. Warum ziehe ich hier mit R1? Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Ja, ich weiß, was ich tun muss. Ja, ich dachte mir. Das war richtig. Denke ich. Sounds, ey. It's over. Look. Es ist so bescheuert. I'm not finished. Der Bruch ein Riss. Wie wir es eben auch die ganze Zeit gemacht haben.
Let's do it. Oha. Das war eine Ego-Sicht. For luck. Okay. Was meinst du mit, was bedeutet das? Das Kompetenz, wenn ich ganz tolle Sachen mache, kann man Ausrufezeichen Kompetenz schreiben und dann wird das gecountet, wie oft ich schon gute Sachen gemacht habe. Genauso kann man aber auch Ausrufezeichen Inkompetenz schreiben, was so deutlich häufiger getan wurde. Hui. Ja. Yeah. Oh. Ach, ich glaube, die muss ich. Habe ich jetzt meine normale Waffe weggelegt? Ich bin ja auch besoffen. Nee, warte mal, ich. Die wurde mir geklaut, weil ich die eben brauchte, ne? Ja, pass auf, die ist mir egal. Nehmen wir einfach die AK-47. Scheiße. Leider war. Ach, warte mal, ich glaube, ich bin dumm. Ah, so kann man zielen. Mit A1. Falsche Taste gedrückt, häufiger. Gott. Was muss ich genau tun? Arm juckt gerade. Ah ja, ich erinnere mich. Moment. Dieses Ding plätt. Ich glaube, jetzt kann man ihn von hinten angreifen. Ich glaube, hinten tut ihm das ein bisschen weh. Ja, guck mal an. Okay. Wer freut sich, dass wir unendlich Munition haben? Ist nicht selbstverständlich, sage ich mal. Lad bitte nach. Iva, du musst auch richtig fahren jetzt. Iva Straighter. Iva, warum? Oder kann ich ihn dann einfach. Nee, kann ich nicht. Ja, 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 ja. Aber es reicht nicht. Nein, komm, jetzt schnell. Ja. So nachladen geht eigentlich schneller, wenn ich gerade mal nachdenke. Waffe wegstecken und wieder in die Hand nehmen. Iva, fahr doch noch weiter weg. Weil der Counter nicht mal mehr repräsentativ ist. Geht um den Spaß. So, haben wir kurz einen anderen Stream Hallo gesagt. Fremdgeher. Netgeher. Netten Menschen kann man auch per Umweg Hallo sagen. Verstehe ich nicht. I can move, das ist richtig. Dafür habe ich auch gesorgt. Arsch. Mann! Ich treffe. Ja, danke. Ja, okay, es war nicht das Klügste, was ich hier getan habe, gebe ich zu. Oh, ich kann nicht treffen. Hehe. Mhm. Ich würde es gerne annehmen, dass wir hier einen Boss haben, der einfach nur Spaß macht und nicht kackenschwer ist. Also, eigentlich ist kein Boss wirklich kackenschwer, aber ihr wisst schon. Ach, scheiße. Dumm. Did it. Ich verstehe es auch nicht. Ja, aber unpassend zu sagen von mir. Schön, dass du einsiehst. Einsicht ist auch eine Sicht. Einbildung ist auch eine Bildung. Ja. Chillwolgen. Komm, fahr um. Juhu. Okay, noch zweimal wahrscheinlich.
Ja, ich arbeite daran tatsächlich. Eva. Hat was vom Refluxboss. Für die hat was vom Refluxboss. Oder Sparks Minispiel. Sehr schön. Warum trifft man den so nicht? Dann nochmal, warum kann man den nicht direkt nochmal treffen? Ich finde es super nett, dass ich echt unendlich Munition habe, ansonsten würde ich hier einfach weinen. Eva, du fährst in die falsche Richtung. What have you done? So. Finale. Bang. Ach, schön. Mein Ohr piept. Es hört nicht auf. Kriegen wir mal einen Tee ein, ne? Halte mal deine Nase zu und puste in die Nase rein. Okay, könnte ich mal probieren. Also meinst du ausatmen dann oder einatmen? Weil wenn man solche Wasser am Ohr hat, kann man das ja auch machen mit dem... Druck, ja. Ich glaub so wohl nicht, aber... Na, gucken wir mal. Ich muss gerade erstmal zugucken, das ist wichtiger. You're gonna use yourself as bait, are you insane? I'm used to this guy. I know how to handle him. Blockhead. Auf einmal gelandet. Das Fuß zu Snake. Mhm. Oh oh. Meine Nase juckt. Ui. Oh, das ist ganz schlechtes Timing. Oh fuck. auf einmal, Alter. Okay, komm, ich mach das jetzt. Ah, oh, das war komisch. Piept immer noch. Ah, jetzt höre ich nichts mehr. War ein witziger was, aber anders. Ach ja, ach, es wird schon weg sein morgen. Irgendwie. Hoffentlich. Oh, warte mal. Das ist gut. Wie gehe ich das so? Hey, danke für den Follow auf jeden Fall. Da kam der Excel. Ich muss den Sound irgendwie echt nochmal verlängern oder so. Danke für den Follow auf jeden Fall. War es ja du, ich konnte den Namen gerade nicht so schnell sehen, aber ich gehe mal davon aus. Aua. Ich muss es irgendwie mal größer machen. Aber man hört das hier eh nicht. Warum nicht? Ich hab's ja, also ich hör's. Es ist halt einfach nur, es sticht wahrscheinlich nicht hervor einfach von den anderen Sounds. Warum kann ich die nicht benutzen?
Das stand Munition. Danke. Ein bisschen Damage will ich wenigstens machen. Autsch. Bei mir ist stehen geblieben. Bei mir nicht. Soll ich noch einige Hehe einschicken? Muss auch länger laufen lassen. Ja, wenn es halt nur super kurz ist, ich kann es ja nicht länger machen, sage ich mal, ne? Um Gottes Willen. Komisch, Schrift kommt noch an. Einfach F5 drücken. Was ja gerade eh nicht wahrscheinlich, aber. Iva, lenk ab. Besser. Kann ich hier durch? Toll. Oh, praktisch. Ich muss ihn treffen, ne? Ich muss den Medi-G gar nicht mehr treffen. Ja, okay. Das ist natürlich eine Sache. Scheiße. Rocket Launcher treffen? Oder wie sieht das aus? Geht doch. Ja, ich versuch's. Ich hab daneben geschossen. Ich kaputt. Hilfe! Danke auch von mir für dein Follow. Ganz ohne Alert. Sad. Ich mag zwar Hehe, aber ich muss es irgendwie mit einem Sound oder so. Irgendeinem Sound und dann zum Schluss ein belohnendes Hehe. Ach man. Wieso? Achso, weil er einen hässlichen Blitzschutz gerade hat. Ich verstehe das alles nicht. Du riechst nach Tomatensoße. Wegen dem Teller, der genau unter dem Mikrofon gerade ist. Iva, lenk ihn doch nochmal ab. Du geile Sau. Also Moment. Entschuldigung. Das war ein bisschen respektlos. Wäre es ein Typ gewesen, hätte ich es genauso gesagt. Wäre es Adam gewesen. Wie ursprünglich mal angedacht. Komm schon, Iva. Do your thing. Ivan? Eva. Und wenn mir verwehrst du die dann eh, aber egal. Ja. Guter Film. Das ist nicht gut, was du da gerade tust, Iva. Werd überfahren von dem Panzer. Aber du überlebst. Nur darauf kommt es an, denke ich. Das sieht so bescheuert aus, wenn der herfährt. Liebe es. Aber wie erwische ich den jetzt am besten? Irgendwie am besten wieder, wenn er irgendwie stehen bleibt oder so. Wenn ich jetzt so Mann! Das ist doch scheiße, was passiert hier gerade? Ich muss doch nicht so. Wie habe ich das eben gemacht, das eine Mal? Oh, warte mal, ich sehe gerade. Dann ist ja voll die geile Wumme. Erstmal gönnen.
10-mal Hehe sagen. Die Idee hatte ich auch, aber das ist. Ich habe das mal gemacht, so dreimal miteinander, das war einfach. Das war tödlich. Also, ich wollte nicht. Danach wollte ich es nicht mehr hören. Nicht so gute Idee. Oh, geil. Ah, oh, jetzt hat er wieder seinen hässlichen Schild. Oh, das geht aber gerade echt gut. Okay, ich glaube, ich habe ihn. Ich habe ihn nicht. Aber egal, ich habe noch einen Geschütz da hinten. Habe ich voll nicht gemerkt, es regnet. Ich rede viel gerade. Hallo, bin Leon. Uiuiuiui. Oh, nicht gut. Nicht gut! Oh Gott, gar nicht gut. Kommen echt die Raketen. Und ich glaube, ich muss mal echt ein bisschen, auf Toilette. Autsch. Wenn ich es einspreche, ist es Liebe. Ja, haben wir. Oh, oh. Nein! Okay. Scheiße. Okay. Vulgin, dann machen wir es halt ganz persönlich hier. Das ist nicht gut. Durch nicht, irgendwann komme ich durch. Oh, das ist gar nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut. Pack die Waffe weg! Ich geh mal kurz auf Toilette, ne? Gleich wieder da! Bosskämpfer halt. Fucking schummelt mit seinem Schild. Halt echt so. Verrecke so kurz vom Ende. Ich merke gerade, dass mein OBS ganz schön schief hier ist. So. Weiter geht's. Ja. Was heißt weiter geht's? Neu geht's, würde ich sagen. Tasten gerade, ich habe Steuerung verlernt. Werde jetzt einfach alle Geschütze hier erstmal aufbrauchen, die man so beballern kann. So gut wie es geht, sage ich mal. Und dann mal gucken, was übrig bleibt. Das war halt eigentlich der geile. Ein Raketenschuss war halt echt geil, den ich getroffen habe. Der war schon sexy, aber. Das muss nicht so bleiben. Ah! Was laber ich hier gerade wieder? Entschuldigung. Hallo, gehst du da bitte ran? Danke. Oh Gott, aua. Dann kann ich auch recht, glaube ich, nur einmal treffen, oder? Danach kommt er direkt auf einen Zug gefahren. Ne, zweimal. Danach kommt er nämlich direkt auf einen Zug gefahren hier. Oh, dreimal. Okay. Jetzt ist aber Feierabend. Das war knapp.
Was ist das hier eigentlich für ein Laden? So, warum ist hier so eine ewige Schlucht? So tief ist es eigentlich gar nicht. Könnte Snake überleben. Oh, natürlich. Natürlich, genau bei den Ölfässern. Oder, ja, keine Ahnung, waren das Ölfässer? Alter, ich geh kaputt. Danke. So, jetzt hier. Bam. Draufhalten. Ja, wieder kein Land, ne? Das Geschütz ist auf jeden Fall fett und kann einiges. Okay, es könnte sein, dass ich jetzt sogar schaffe. Kürzester Bosskampf der Weltgeschichte, theoretisch. Jo. Okay. Loser. Er kann ja gar nichts damit. Das ist ja witzig. Das ist witzig. Das mag ich. Okay. Ja, spannender Bosskampf. Übrigens, das Kalenderwoche X von auf deinem Wochenplan. Dann verlangst du mir schon viel ab. Ich wette, ich vergesse das voll häufig zu aktualisieren für die Woche. Aber macht ja nichts. Gott, diese Framerate. Tot. Jetzt kommt mal ein bisschen. Ja, ich hab. Wie sie gerade gerückt haben. Ja, ich war auch am Überlegen, ob ich jetzt wirklich schon das verrate da in dem Plan oder ob ich es geheim halte. Dann dachte ich mir, ach, scheiß drauf. Einfach reinklatschen jetzt das Logo. Ein Feuerwerk. Endlich tot, bis er dann Medic Solid 5 mal kurz zurückkehrt, glaube ich. So halb irgendwie. Ich hab's vergessen. Irgendwas war da nochmal mit ihm. Einer fehlt noch. Boah, das Feuerwerk, ey, ist so bescheuert. Also voll das romantische Bild so, aber darüber nachdenken, das ist gerade ein Typ, der stirbt einfach, der da so explodiert, so. Aber hey. Ja, ja, übrigens. No time for this now. The escape craft is just up ahead. Let's get going. Ah, diese ruhigen Sequenzen, in denen ich mich daran erinnere, dass mein Ohr fiebt und das macht mir Angst. Baller ich mal mit der AK, würde ich sagen. Badam. Ich glaube, das ist effektiver, wenn ich sie mitmache, wa? Bam! Was ist das denn? Ausgewichen. Hallo? Danke. Ich hab schon ein bisschen Sorgen gemacht. Juhu. Volltreffer. Mal vorschießen.
Warum haben wir eigentlich so wenig Leben da oben? Also warum habe ich weniger als Eva? Kann man ja nicht irgendwie, kann man das irgendwie hoch... Also das wisst ihr sowieso nicht, aber das ist so eine rhetorische Frage. Kann man das irgendwie hochleveln in dem Spiel? Ich habe keine Ahnung. Wenn man besondere Tiere isst oder so? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es tut jetzt weh, wenn ich das mache. Oh ja. Ups. Nicht im... Snake! So, das wollte ich. Ich sage mal gute Nacht. Ja, gute Nacht auf jeden Fall. Danke fürs Einschalten, danke fürs Mitgehen beim Raid. Demnächst spiele ich Kingdom Hearts. Vielleicht was für dich. Mal weiter. Leider nicht. Nun kommt es mit. Vielleicht. Tschüss auf jeden Fall. Oh Gott. Liegen den Heinis. Das war dumm. Aber gut. Das war dumm, aber gut. Bis bald vielleicht mal. Sehr schön. Okay, jetzt muss ich mich nicht mehr bewegen. Ja. Verdammt. Gegen Mars ist lieber. Außer Shadow Memories. Das ist nicht, ich weiß aber so klug ist, dass ich mich die ganze Zeit hier selbst in die Luft sprenge, aber... Macht Spaß. Oh! Das wäre so geil gewesen, wenn ich ihn jetzt so direkt gehittet hätte, einfach nur. Oh, da wäre ich getroffen. So ein geiler Videospieler. Moment, ich will ihn nochmal wegknallen hier. Baumstamm. Welcher Baumstamm? Der Baumstamm. Sehr schön. Nice. Kein Problem, Eva. Eva. Braun. Entschuldigung. Ich bin erwachsen. Naja, recorde vielleicht nicht. Aber von Uncharted 1 bis 5. Oh, da war so ein... Das ist ja mies. Da war so ein Frosch, habt ihr gesehen. Das heißt, wenn man alle haben will, muss man hier auf jeden Fall aufpassen. Kann man verpassen. Das ist wie Slow-Tree, wieder so down einfach nur. Dann merkt man immer beim Ziehen, wenn es aber immer so richtig langsam wird. Yeah. Wie viele Raketen habe ich eigentlich? Ja. Piu. Der Snipe, ey. Das war einfach nur, das war ja großartig. Der hat mich so angesprochen. Ich habe Angst, dass sie jetzt vielleicht irgendwie Baumstamm ist oder so. Ich meine wirklich nur die Dudes hier. Merke ich immer, dass ich Pharah Main in Overwatch war. Deswegen treffe ich halt so unfassbar geil. Ja, sowas zum Beispiel. Bam! Here comes the pain. Ich halte mich fest. Juhu! Auf den Tisch. Salt kacken. Viel Spaß dabei. Piepen auf dem Ohr. Also sollte ich vielleicht direkt nach dem Stream einfach schlafen gehen. Ach nee.
Looks like they finally gave up. Don't start celebrating yet. We're leaking fuel. Also sagen wir so, bis 21 Uhr werde ich wahrscheinlich nicht durch sein. Aber so viel länger wahrscheinlich dauert es wirklich nicht. Dann nun bei Ri. BNC, glaube ich. Streamt der Resident? Wolltest du nicht? Streamt der nachher Resident Evil? War das nicht? Ist es nicht er? Hatte ich jetzt so gedacht. Ich war ja wegen Resident Evil und der spielt es ja irgendwie auch gerade. Horror is alive. Kenn ich nicht. Ah, macht ja nichts. Schmerzen. Snake. How's it look? Pretty bad. Not a sensitive bone in your body. Eva. What about you, Snake? I'm fine. It's good to hear. Und blutet sie aus dem Mund. Lunge ist, glaube ich, nicht getroffen. Blutet man nicht eher dann so aus dem Mund? Ich kenne mich nicht aus. Bei dem Blut in die Lunge kommt, das ist nicht so gut. Sieht schwanger aus. Spoiler, sie überlebt. Ups. Leave me. Eva. The boss is waiting for you. You have to go. Give me a gun. No, we're getting out of here. We're still far away from the lake. I'll never make it. I can't believe this. Uh-huh. I never thought I'd see you act this weak. What do you mean? Listen to me, Eva. We're doing this together. No, you... Eva, I need you. Say that one more time. I need you. I can't fly the wig by myself. okay. All right then. I guess I'd better help you out. Schneide doch einfach den Ast durch. Das ist, glaube ich, die beste Möglichkeit in der Stelle. Okay, dann halt nicht. Ich habe gestern besser gelacht, das stimmt. Ich fand das hier lustiger. You're lucky to have me. No. Oh, Codec, lange her. Snake, can you hear me? Paramedic, thank God. Eva's been seriously hurt. So have you. Luckily, I think her organs are all intact, but... Calm down, Snake. Calm down? You'll both be fine as long as you get the proper emergency treatment. But you're the only one who can do this. Understand? So you've got to calm down. Right. Okay. Okay. Now let's open up the survival viewer and treat the injury. Do you have supplies with you? I'm running kind of short. Then by switching the survival viewer over to Eva, you can treat her wounds too. Now get to work. Oh, and Snake, I'm pretty sure you know this already. But if you don't have enough supplies for the both of you, your wounds come first. Huh? Do you get my meaning, Snake? Ach, Quatsch. You still got a mission to complete. Yeah, I know what I have to do. Snake? Like this. Na gut. Kriegen wir hin. Hehe. So, schlimme Schnittwunde. Ich habe doch eh genug für alles, oder nicht? Blutung. Desinfiziert, das und das. Da wahrscheinlich, ne? Genau.
Bauch von Ast durchbohrt. Eine Schiene erstmal anlegen, ja. Gute Idee. So, Eva geht's gut. Gar kein Problem. Geht direkt weiter. Ich hätte gedacht, ich muss mich jetzt auch noch eben heilen. Ach, mir geht's eh gut. Can you walk? Yeah, I think so. Oh krass, der Nightbot heißt bei mir Nightbot, der ist gar nicht mehr Globot. Ach ne, warte mal, in dem Chatfenster ist eh immer Globot. Der Nightbot. Oh Gott, ich kann nicht reden. Kann ich umbenennen? Nein, ich kann ihn nur bannen. It's different from a Mauser. When you're using a two-hand grip, you have to be careful where you put your hands or your fingers will get burned by the exhaust gas from the cylinder gap. Ja. Krieg jetzt mal Ärger. Du hast nur Eva geheilt, du Arschloch. Hey, you all right? I've been better. What about Eva? I healed her up. She can manage. Good. Snake, you'll take the lead and break through the enemy's line of defense. Eva will ordinarily be following behind you. Lie on your belly, she'll lie down as well. If you slip and fall off a cliff, she'll follow right behind. You can call out to Eva by pressing the action button. Head to the lake along with Eva. Ja, Ding machbar. Ich will mal grad was gucken. Ich habe gerade ein bisschen Angst. Ich hab so eine Befürchtung. Yep. Von jetzt an dauert das Spiel noch 1,5 Stunden. Scheiße. Was tust du? Also jetzt bricht meine letzte Folge an vom Let's Play, die halt 1:25 geht. Gut, am Ende laber ich natürlich auch ein bisschen, ne? Gar nicht so viel, muss man tatsächlich sagen. Uff, naja gut, ist dann halt so, ne? Glabert hast du heute nicht mehr. Über uns, stimmt. Ich habe gedacht, hörst du das mal sonst vielleicht irgendwie, weiß nicht, finde ich dann irgendwie auch wieder doch ein bisschen doof, so ein Video das zu machen. Oder ein Stream. Lass mal morgen oder die Tage treffen. Dann können wir uns gegenseitig, können wir Seen-Striptease machen. Klingt doch nach einer guten Idee eigentlich. Hab ja eigentlich die Tage Zeit, denke ich. Ja, ist auch doof. Außer es sind Line-Streams. Okay. Eva, kommst du mit? Oder eher so nicht so? Habe ich gerade Energie verloren? Nein, ich habe Energie dazu gewonnen. So geht das. Eva? Ist ja in 14 Tagen weg. Eva, du bist langsam. Kann ich irgendwie so Händchen halten? Kann ich Eiko spielen hier? Kann ich nicht. Okay. Ach komm, einfach mal alles durchdrücken hier. Passt schon irgendwie. Nö. Ja. Hab mir was gebrochen, okay? Ja, geh um die Schlange rum, mir doch egal. Piep. Schlickehaar. Oder Schlickehaar. Komm mit Eva. Guten Abend. Hi, LS. 3, 4, 4. Ich kann mir diese Zahlen nicht merken. Wie geht's? Wie steht's? Wie sieht das Leben aus? Okay. Wie sieht das Leben aus? Langweilig. Zu Hause. Hier hätte ich übrigens auch nochmal Tarnung holen können. Fällt mir gerade mal auf. Die 100% Tarnung da. Was ist Eva denn jetzt wieder hin? Oh, das macht mich gerade richtig wütend. Beweg deinen Arsch! 3, 4, 4. 6, 8, 9. Experiment 686. 636. 686. 689. Ich weiß es nicht. Ja, später Zeit zum Schlafen. Essen, zocken, schlafen.
Man kennt es. Mal Discord-Werbung gemacht. Ist das so? Okay, ich sehe lustige Nachrichten im Discord, das gefällt mir. So, Moment, jetzt muss ich gerade gucken, wo bin ich? Hier bin ich. Ah, jetzt bin ich im Alarm-Modus. Alarm. Ach komm. Tot. Ja, dann ist was. Zum Beispiel mein Lümmel, Entschuldigung. Ups. Lüge! Gar nicht hier. Kann ich irgendwie grabben oder so? Das klingt jetzt ein bisschen fieser, als ich es meine. Ich will Ico spielen. Ico ist ein schönes Spiel. Achso, falsch. Hier bitte. Hier, willst du Fledermaus essen? Ja, komm, kriegst die guten. Nein, die guten Instant-Nudeln hier. Bitte. Let me have some more. Ja, ja, ja. Ach, come on. Bim, bim, bim. Hier, warte mal. So macht man das. Ach, come on. Eva. Beweg deine Plumperkiste, wie Apo sagen würde. Alter, ich hab ihm 17 Kugeln reingehauen. Ich find's gut, dass sie sich automatisch duckt vor mir. Entschuldigung. Tekida hieß sie, ist weg. Also alles gut, jetzt kann ich wieder versaut reden. Beweg dich! Befehle ich dir. Bitte, beweg dich einfach. Wir wollen einfach nur weg, okay? Eva, wir haben keine Zeit. Wir müssen den Garten verlassen, Eva. Wir haben vom Apfel gegessen, also müssen wir hier weg. Ja, oh, ich hasse sie. Danke für die Werbung und bye. Hallo, tschüss, war schön mit dir. Gerne wieder. Komm auf unseren Discord, danke. Boah, Alter. Ey. Muss ich jetzt hier echt, wieder warten, bis ich unentdeckt bin? Das ist zum Kotzen. Eva, bitte. Beweg dich. Beweg dich. Alter, ich hasse Eva. Beweg dich. Videospiele. In den letzten Meter hier vom ich drück auch falsche Tasten, ist nicht so gut, habe ich gehört. Die letzten Meter vom Ziel haben wir nur noch Frusten. Voll die James Bond-Mucke gerade. Hallo, ich hab den Headshot gegeben. Egal welches Genre, egal welches Videospiel, Sniper-Headshot ist ein Instant-Kill. Mal ganz im Ernst. Beweg dich, Eva.
Waren wir schon mal in diesem Areal? Ich weiß es nicht, sieht alles gleich aus. Könnte sein. Düp, 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 düp. Die Frage ist, wo muss ich lang? Wahrscheinlich eher da lang. Mhm. Snake, the lake is just over that cliff. Eva should be able to climb it if you help her. Keep her close to you. Okay. Nicht lieber als das. Ja, ich glaube, hier waren wir mal. Kommt mir sehr bekannt vor. Der Laden. Ich würde hier echt gerne ohne. Ich weiß, dass da was ist. Labertasche. Ich kümmere mich schon drum. Schießt nur blöd in der Gegend rum. Nee. Nee! Ich hasse mein Leben. Bring mich um. Ich möchte nicht mehr leben. Ah, warte mal, der ist irgendwie zu blöd, Verstärkung zu rufen. Aber das juckt ihn nicht. Ach man, das ist schon jetzt doof. Das fängt so gut an. Tja, dann müssen wohl Leute wieder gehatchet werden. Dann ist das halt so. Kann ich dann auch nichts gegen tun, ne? Ich wette, hier kann man sich eigentlich echt gut durcharbeiten, so einfach. Wer ballert hier und wo vor allem? Ich sehe nichts. Ja, ja, ja. Von den Besten gelernt, wa? Waren wir schon mal in diesem Areal? Achso, mir auch. Was auch immer. Ja, chill. Du hast wieder Hunger. Du hast immer nur Hunger. Frau. Was ist da los? Ich habe auch Hunger. Ich habe auch immer Hunger. Kommst du bitte? Ich gebe dir mal was zu essen, ne? Eine leckere Rusche. Schmeckt dir schlecht. Vielleicht mag sie es ja, sie kommt ja aus Russland. Oh. Das darf nur ich essen. Warum darf sie nicht essen? Ja, okay. Halt nicht. Mir egal. Sag ich mal, ne? Ja, chill, deine Balls. Mal ein bisschen die Gegend ausspähen. Ja, du willst ja nichts essen. So, von meinen Sachen. Oder vielleicht muss ich das einmal sagen und jetzt geht's oder so. Ja, tatsächlich. Hier, essende Schlange. Nee. Can I have seconds? Da kriegst du hier noch so ein hässliches Ding. This tastes like crap. Ja. Das weiß ich. Wir müssen leider doch in die andere Richtung. Entschuldigung.
Da ist nämlich Kante des Todes. Ah, ich habe gerade Leben dazu bekommen. Kann das sein? Also so von der insgesamt Leiste, die ist länger geworden. Wovon ist das abhängig? Das waren auch mal die Geräusche, die ich mal gehört habe. Dieses blablablab, ne? So. Ich weiß zwar nicht, warum. Womit ich das verdient habe, aber nehme ich halt, ne? Das ist einfach so der anstrengendste Part im Spiel. Einfach so, oh. Ich will doch jetzt einfach nur zum Endboss. Und die so, nö. How about nope? So gute Snipes, man könnte mich schon Wesley Snipes nennen. Oh, den habe ich übersehen. Das muss ich auch etwas scharf. Am Mittwoch Zahnseide benutzen. Okay. Mach das. Ich halte dich nicht ab. Na los! Ich hoffe, es ist das Ende hier, ey. Come on, Snake. We made it. We made it. Over there. But I got one more job to do. Ich muss dann gleich auch noch mal kurz googeln, wie ich denn die letzte Trophäe bekomme. Leave you two alone, but come back in one piece, okay? Spoiler, ich komme zurück. Promise me. Schon mal nebenbei googeln hier. Oh, direkt hier. Life's end. Isn't it beautiful? It's almost tragic. When life ends, it gives off a final lingering aroma. Light is but a farewell gift from the darkness to those on their way to die. I've been waiting, Snake, for a long time. Waiting for your birth, your growth, and the finality of today. Boss, why are you doing this? Why? To make the world one again. The world used to be whole. But with the end of the Second World War, the philosophers began to fight amongst themselves, and the world was torn apart. The Cobras, my comrades, who trained and fought alongside me, were torn apart as well. The foibles of politics and the march of time can turn friends into enemies just as easily as the wind changes. Ridiculous, isn't it? Yesterday's ally becomes today's opposition. And this Cold War? Think back. When I was leading the Cobras, America and Russia were fighting together. Now,
Consider whether America and Russia will still be enemies in the 21st century. Da fehlt ihr. Achso. Enemies change along with the times, the flow of the ages, and we soldiers are forced to play along. I didn't raise you and shape you into the man you are today, just so we could face each other in battle. A soldier's skills aren't meant to be used to hurt friends. So then what is an enemy? Is there such a thing as an absolute timeless enemy? There is no such thing, and never has been. And the reason is that our enemies are human beings like us. They can only be our enemies in relative terms. The world must be made whole again. The philosophers must be reunited. I will devote my skills to that purpose. And with the Colonel's money, I will achieve that end. Just as I once created the Cobras. They are my family. I may no longer be able to bear children, but I still have a family. It was November 1st, 1951. I was in the Nevada desert, participating in atomic testing. The name Nevada is derived from Spanish, covered in snow, white as snow. And snow is exactly what I saw in that Nevada desert. It froze my blood white. Snake, you were an atomic test subject, weren't you? On Bikini Atoll. That's part of the reason I was drawn to you. You and I are alike. We're both slowly being eaten away by the karma of others. We'll never have the chance to die peacefully of old age. We have no tomorrow. Big Boss wurde aber ganz alt, Freunde. In 1960, I saw a vision of the ideal future from space. 3 years earlier, the Soviet Union had succeeded in launching Sputnik, the first man-made satellite in history, into orbit. This came as a huge shock to the United States. In response, America threw everything it had into its own manned spaceflight project, the Mercury program. Even as the Soviets seemed poised to send their first man into space, America was still experimenting with chimpanzees and rockets. The government wanted human data. So they secretly decided to send a human being into space. I was the one they chose. At the time, they didn't have the technology to block out cosmic rays, and whoever they sent up would inevitably be exposed to heavy radiation. That's why they chose me. After all, I'd already been irradiated once. Of course, you won't find any of this in the history books. I could see the planet as it appeared from space. That's when it finally hit me. Space exploration is nothing but another game in the power struggle between the US and the USSR. Politics, economics, the arms race, they're all just arenas for meaningless competition. I'm sure you can see that, but the Earth itself has no boundaries. No East, no West, no Cold War. And the irony of it is, the United States and the Soviet Union are spending billions on their space programs and the missile race, only to arrive at the same conclusion. In the 21st century, everyone will be able to see that we are all just inhabitants of a little celestial body called Earth. A world without communism or capitalism, that is the world I wanted to see. But reality continued to betray me. In 1961, I was sent to Cuba, to Bahía de Cochinos.
It was part of a CIA-sponsored invasion under the guise of taking Cuban exiles back to their country. But the U.S. government betrayed them. Our weak-kneed president held back their air support. Defenseless, the exiles were annihilated by the Cuban army. All I could do was watch in silence. I was set up by the very country I'd sacrificed so much for, by the very government I dedicated my life to defending. I was driven from the surface world, and I went underground. Then, 2 years ago, I faced the sorrow, my old comrade in battle. He was my friend. But one of us had to die. I was left with no choice. The sorrow gave his life for me. There is no enmity between us. One must live, and one must die. That was the mission. The ones who gave me that mission were the philosophers. Early in the 20th century, the true holders of power in the United States, the Republic of China, and the newly formed Soviet Union, gathered together in a secret meeting that would later be known as the Wiseman's Committee. The secret pact they formed there marked the beginning of the philosophers. But the last of the original members died in the 1930s. After that, the organization began to run out of control, and the Wiseman's Committee degenerated into a mere shell of its former self. The philosophers of today have no sense of good or evil. Their influence extends to countries and organizations involved in every aspect of every war. They have become war itself. That's how they operate. The sacrifices of war cause a shift in the times. This shift leads to renewed conflict, and in turn triggers the next war. Like a nuclear chain reaction, each conflict sparks countless others, forming an endless spiral that will continue on for eternity. Do you understand what I'm saying, Snake? By consuming me and you, the philosophers intend to keep that cycle going forever. It was my father who explained all of this to me. He was one of them. You see, I am the last remaining child of the philosophers. But after he revealed the truth, my father was killed by that same shapeless, formless organization. And my father isn't the only thing the philosophers have taken from me. In June of 1944, the Cobras and I took part in the landing at Normandy. We'd been given a top-secret mission to locate and destroy enemy V-2 rocket installations. I was pregnant at the time. The sorrow was the father. I gave birth on the field of battle. A beautiful baby boy. But my child was snatched away from me by the philosophers. Look at this scar. This is proof that I was once a mother. I gave up my body and my child for my country. There is nothing left inside me now. Nothing at all. No hatred, not even regret. And yet sometimes at night, I can still feel the pain creeping up inside me, slithering through my body like a snake. I've never talked this much about myself before. Thanks. Thanks for listening to me. Feel content. Snake, commence the operation. I raised you. I loved you. I've given you weapons, taught you techniques, endowed you with knowledge.
There is nothing more for me to give you. All that's left for you to take is my life, by your own hand. One must die, and one must live. No victory, no defeat. The survivor will carry on the fight. It is our destiny. The one who survives will inherit the title of boss. And the one who inherits the title of boss will face an existence of endless battle. I'll give you 10 minutes. In 10 minutes, Miggs will come and bomb the hell out of this place. If you can beat me in less than 10 minutes, you'll be able to escape in time. Let's make this the greatest 10 minutes of our lives, Jack. Boss? You're a soldier. Finish your mission. Prove your loyalty. Face me. Ich könnte bald mal wieder ein Metal Gear Complete Story. Ja, habe ich auch gerade so gedacht. So, das wäre auch gar nicht so schlecht. Vor allem, weil ich ja Peace Walker und Dings nicht spielen werde, weil ich Kackspiele. Aber wahrscheinlich gute Story. So, jetzt muss ich hier gerade erstmal kurz gucken wegen der Trophäe. Ich weiß, es dauert eh noch ein bisschen, weil es in der Endcutscene ist, aber lieber schon mal gucken, bevor ich es dann gleich vergesse, ne? Metal Gear Solid 3, The Cat's in the Bag heißt der. Heißt es, das Trophäe. Na toll. Ja, ich gebe einfach The Cat, passt schon. Nein. Ja. Nehmen wir das Video. Werbung, Welcher Szene ist das genau? Was muss ich drücken? Es ist halt wieder wie bei Vamp in Teil 2, was natürlich ein bisschen doof ist, weil das ja da leider auch nicht geklappt hat. Aber vielleicht klappt es ja hier. Okay. Hier ist ein bisschen offensichtlicher auf jeden Fall. Das sollte klappen. Okay. Hier ist es sehr offensichtlich, nicht so versteckt wie bei komischen anderen Spielen. Hab gerade mal geguckt, da kam ein komplettes, was im November 2002 angefangen hochgeladen zu werden. 12 meinst du wahrscheinlich? Sieht aus wie der Kanal, von dem ich das vor Jahren schon mal sah, aber gut, November 2020. Achso. Achso. Ganz frisch noch. Gute Qualität, ja, das ist ja schon mal viel wert. So, Endboss-Time. Warte mal, ich heile mich mal kurz. Wenn wir schon mal dabei sind, ne? In die Eier, ey. In die Eier geschossen. Auch übel. Und was ist noch? Nicht desinfiziert, okay. Jetzt geht's mir wieder gut. So, ich weiß nicht mehr genau, wie der Bosskampf funktioniert. Oh. Aua. Oh, direkt wieder verletzt hier. Steh auf. Ich will das Messer eigentlich nehmen. Hier, schön für Combat und so. Oh, was soll das denn heißen, bitte? War es nicht so ein... Okay, das geht nicht. Das war doch schon so eher so ein Close-Combat-Kampf, oder nicht? Meine Muni ist eh voll alle gerade. Ja, guck mal, das prallt alles an der ab. Einfach... Gibt einfach rum. Oh. Nicht so gut, was hier gerade passiert. Ja, komm. Oh. Was ist denn da passiert? Warum einfach reintreten? Was sind wir denn hier, ey? Aua. Ja, schon ein cooler Bosskampf, ne? Kann man schon nicht anders sagen, so. Szenario. Ich
gerne ein bisschen heilen, aber... 2020 besser als 2005. Größer als 2005. Ich mag es, wie sie einfach rumguckt. Komm, nicht mehr schießen hier. Aua, das tut ganz schön weh. Heads up, Snake. Bin eh gleich tot, alles gut. Die Kamera, Hilfe. Wo ist er? Let's see what you're made of. Aua. Och komm. All these years nothing to show. Am Boden liegende eintreten. Voll mein Ding auf jeden Fall. Das überlebe ich nicht. Wie besiegt man die denn klug? Ich weiß es nicht. Oh Gott. Ich glaube, das damals auch so lange gedauert bei mir einfach. Das Player, weil mir der gar nicht wusste, wie man den klug besiegt. Den. War das nicht geplant? Ich bin tot. Tot! Rücken gebrochen. Querschnittsgelähmt. Snake ist querschnittsgelähmt. Hallo? GAK-Muni. Kann man dem irgendwie ausweichen? Frag und Freund. Move or you're dead. Abknallen kann man die, glaube ich, echt nicht. Irgendwie. Aber nur 10 Minutes, ne? Auch wenn hier kein Counter angegeben ist. Waffe gedroppt? Einfach eine AK-47. Hä? Eine AK-47 aufgesammelt, dann kriege ich ja wohl Muni. Wie sie einfach verschwindet. Verlaub bekommen in 40 Jahren wieder. Pathetic. Könnte klappen, ne? Also mal, kann ich jetzt so ein bisschen hier... Ach, die hat mir die geklaut. Das ist der Witz. Ja, wenn man natürlich so langsam ist wie ich, dann wird er auch nicht. Mann, ich weiß doch nicht, wie man die am besten besiegt. Es ist doch zu lange her. Okay, ich hab sie irgendwie getroffen. Wie so aus dem Hinterhalt oder so. Ach, come on. Hm. Na komm, das schießt mich. Ist okay. Ein N zu viel. Let's see what you're made of. Da habe ich keine Muni. Eigentlich welche? Aua! Oh. Frau, ey. Nein, das wollte ich überhaupt nicht. Alter,
Is that all you've got? Ruhe und Waffengewalt. Habt ihr Spaß? Ja, bin sehr erregt. Nicht. Och Mann, ey. Anstrengender Boss, ich will doch jetzt einfach nur fertig werden. Kann einfach Leben dazu bekommen? Das ist ein bisschen bitter, wo ich hier gerade hingeschossen habe, aber. Kriech. Ah, geht ja nicht anders. Ach komm. Habe ich nicht getroffen, weil ich zu weit weg war? Also war das quasi das Problem? Probier's aber mit der Sniper. Scheiße. Ja, es funktioniert auf jeden Fall nicht. Oh. Daneben. Tja, wo bin ich? Hm? Bin jetzt im Bett. Geil. Ach ja. Rumbischer Bosskampf. Boah, wenn die Kamera nicht so Gülle wäre und der einfach irgendwo anders hinziehen würde, wo er gerade Bock drauf hätte. Das würde schon viel helfen. Toll. Mann, dass ich aber auch immer daneben baller. Das kann doch nicht sein, ey. Jedes Mal schieße ich daneben. Ey, ich krieg zu viel. Von meiner eigenen Unfähigkeit. Ja, baller mich ruhig ein paar Mal ab. Ist okay für mich. So nämlich geht das. Mhm. Oh, Snake Eater.
Ja, toll. Keine Muni mehr. Das funktioniert einfach. Ich habe irgendwas getötet da gerade. War nicht vollkommen beabsichtigt. Machen jetzt ohne Sniper-Muni. Hey. Da kam Muni. Das war nicht geplant. Stehst du bitte auf, Snake? Wir haben nicht ganz lange Zeit. Ja, so ohne Fadenkreuz ist auf jeden Fall ein bisschen scheiße. So ehrlich will ich sein. Hat wohl keinen Bock. Ach, die senden irgendwo im Umgummeln. Ja, der Kampf ist eh verloren, ganz ehrlich. AK-Munition, was soll denn das? Hilft mir halt nicht. Ich kann einfach alles abwehren. Ja, wohl nicht nur einmal so. Uff, ey. Tot. Let's see what you're made of. Mann, das ist so dumm. Ich könnte auch mal ein bisschen hier Tarnung spielen. Ich glaube, das bringt hier sogar was. Wissenschaftler. Ja, geil. Will ich damit dann gleich die feine Cutscene wirklich sehen? Möchte ich das? Ich weiß ja nicht. Oh. Oh. Ich kann keine Waffen benutzen. Was ist das denn? So, warte mal, was bringt jetzt am meisten, abgesehen davon? Nackt. Geil. Ich hasse es. Komm doch nicht auf mich zugerannt. Ich sehe halt einfach nichts. Mein Gott, das, im Spiel ist einfach, man zieht aber viel zu langsam, ey. Brace yourself.
Es ist wirklich schrecklich. Ich mag den Bosskampf nicht. Warum habe ich nicht getroffen? Komm, ich gucke mir jetzt Strategie an, wie man die am besten besiegt. Ganz ehrlich, gar keinen Bock drauf. Warum gibt es jetzt keine Kampfsequenz? Oh, Leute. Final Boss Battle. Aha, und der Boss Battle ist rausgeschnitten. Toll, danke. Das bringt mir viel. Vielen Dank. Leute, so wie gesagt, habe ich gerade echt gar keine Lust mehr. So. Ja, so ein bisschen gucken, wie man die vielleicht, irgendwelche Tricks, die ich nicht kenne. Okay, gut, der hat irgendwann blendet die Muni, das ist natürlich auch nett. Toll. Du hast. Oh, Vollidioten, ey, nur Vollidioten unterwegs. Mann! Hab ich gar keine Lust auf diesen Kampf. Überhaupt gar nicht. Der macht keinen Spaß. Wieso packt die mich immer? Ich renn doch schon. Ich kann doch nicht noch schneller rennen. Boah. Geh mir nicht auf den Sack, Frau. Ganz im Ernst. Dreht jetzt wieder auf dem Boden zusammen. Jo, voll getroffen. Liebe geht raus an die nicht vorhandene Munition im Spiel. Warum ist sie manchmal so schnell, manchmal so langsam? Ich peil's nicht.
Mann! Bin ich eigentlich besoffen, ey? Wieso schieße ich denn ständig daneben, Alter? Boah, ich krieg zu viel von mir selbst gerade, wirklich. Boah, Junge, bleib doch einfach mal sitzen. Keine Muni mehr. Schön. Macht doch Spaß. Ja, was soll denn der Blödsinn? Ich schaff's doch eh nicht. Ich darf irgendwas anrichten. Wo ist sie? Jetzt sollte ich einfach mal die Initiative ergreifen. Ist ja nicht so, ich raste gerade echt wieder aus. Das macht aber keinen Spaß, dieser Bosskampf. Ich verstehe gar nicht, warum den alle so toll finden. Ja, aus Installatorensicht ist er super und der Twist so ein bisschen mit ihr, das ist alles cool. Aber der Kampf an sich ist halt echt scheiße. Macht echt keinen Spaß. Okay. Ich glaube, ich habe gerade unfreiwillig irgendein Tier erwische. Der Boss ist kaputt. Ich brauche halt Muni und die kriegt man im Spiel nicht. Okay, die Waffe hittet auf jeden Fall immer. Die Betäubungswaffe. Oder auch nicht. Ich habe eigentlich zuerst eingegriffen. Aber juckt dich ja nicht. Ich bin der Boss, Mama. So. Ein Schuss noch, geil, du. Gerne, ich habe das relativ schnell geschafft, sage ich mal. Dann versuche sie jetzt einfach mal so tot zu prügeln. Oh, ich gegessen. Jetzt spiel ich immer mal nett und gib mir noch mal ein bisschen hier Munition oder so. Ich sollte mich lieber heilen damit, denn dann wäre ich besser geheilt. Einfach alles durchgehen. So, ist ja wieder gut geheilt. So, ich habe jetzt Initiative. Vibe. Ich würde eigentlich gerade wegrollen. Ach, schon übel, wie das gleich die Hälfte einfach abzieht, ne? Oh, warte mal, ich habe ja wieder. Das ist ja interessant. Wo habe ich die Muni auf einmal her? Moment dann. Was mich richtig abfuckt, ist, dass jedes Mal, wenn ich in diese Ego-Sicht gehe, einfach alles durchdreht in der Kamera und ich aber nicht sehe, wo ich gerade bin. Oder hingucke. Oh, ich bin tot. Ich glaube, das überlebe ich nicht. Oh, doch. Warum? Auch übrigens mal Tony Hawk-Taktik, wenn ich auf dem Boden liege, immer alle Tasten drücken. Scheiße. Habe ich jetzt zu gierig gewesen? Die ist fast tot, ne?
Auf Betäuben gehen ist halt echt viel besser, so. Ey, warum? Was ist das denn? Ich hab ein Problem. Ich bin ausgewichen. Ich hab X gedrückt. Scheißspiel, Alter. Boah. Egal, schaffe ich das. Jetzt haben wir nämlich eine Idee, wie wir das hier angehen. Aua, hey. Deine Oma hat keinen Use, Alter, weißt du das? Steh jetzt auf, Snake. Wäre nett gewesen, wenn der dritte Schloss auch noch getroffen hätte. Aber kann ich nicht alles verlangen. Treffst du nicht im der Gülle hier. Wirklich. Wo ist er hin? Da. Problem, ich habe keine Muni mehr. Ich weiß nicht, wo ich die letzte Mal herbekommen habe. Ich habe mich irgendwie von der schnappen lassen und dann hatte sie irgendwie keinen Bock mehr, glaube ich. Nein! Ich hätte auch nichts dagegen, sie wieder ein bisschen zu... im Nahkampf ein bisschen Platz zu machen. Hätte ich überhaupt nichts gegen, aber es ist halt komplett lackbasiert, ob ich das schaffe oder nicht. Also das ist lackbasiert, ich verstehe halt nicht wie. So. Manchmal treffe ich sie dann halt, manchmal nicht. Je nachdem, wie das Spiel gerade Bock hat. Jetzt hat es manchmal wieder getroffen. Gott, die Framerate, Hilfe! Wenn ich von hier treffe, wäre das ein Wunder. Das funktioniert nicht, okay. Das war's. Auch Muni oder so. Ich weiß halt nie, wie ich das mal herbekommen habe. Lass mich mal die Waffe abnehmen. Vielleicht wirfst du dann wieder Munition rum. Gamezocker ist toll. Gamezocker ist nicht hier. Helfen. Wo habe ich letztes Mal die Munition herbekommen? Warum war sie auf einmal da? Ich verstehe das alles nicht. Oh ja, baller mich noch mehr zu, bitte. Ja, das Problem ist aber die Muni. Ich habe einfach keine Muni. Das geht mir voll auf den Sack. Was soll das denn? Gib mir doch einfach verfickte Muni irgendwo. Mir voll auf die Nudel. Boah, die Kamera ist eine Katastrophe an der Stelle. Meine Fresse. Lass dich doch einfach drehen wie überall anders im Spiel auch. Meine Güte. Muss das denn jetzt so sein? So schwerfällig und scheiße. Muss es sein. Keine Ahnung, schaff ich nicht. The boss exit stopped working gerade. Keine Ahnung.
dummer Bosskampf einfach. Ich hasse ihn. Macht keinen Spaß. Ach, da lag jetzt auf einmal welche rum. Danke, vielen Dank. Einfach so. Oh. Schmieriger Scheiß-Bosskampf, ey. Ganz im Ernst. Macht aber keinen Spaß. Steh einfach auf, Snake. Oh, ich muss jetzt erstmal 10 Stunden auf dem Boden rumchillen. Och ja. Move or you're dead. Ich sehe es einfach nicht, wo ich bin. Das ist mein Problem. Ich sage ganz schnell hin und sie kaputt treten, aber ich glaube, das funktioniert so nicht. Ja gut, das ist nicht das Beste, was schlägt Frau. Oh ja, und ich... Ich gebe meine Chance einfach. Ich werfe sie einfach weg. Okay, ich habe eigentlich zuerst geboxt, aber es ist einfach so, die trifft einfach an diesem Zeitpunkt. Es ist egal, was man tut, sie trifft einfach. Ja, wegrennen ist wirklich die einzige Option an der Stelle und das finde ich ganz schön doof. Also keine Ahnung, man kann es bestimmt wie konnte, aber ich bin so blöd dafür. Was weiß ich. Ich habe gesagt, dass jeder weggeworfene Schuss an der Stelle echt scheiße ist. Wie hab ich den jetzt nicht getroffen? Ich war aber sowas von drauf einfach nur. Oh komm! Sehr gut. Ich kann sie bestimmt grabben an der Stelle. Mal auf, ich mach mal folgendes. Wechsel mal die Deckung. Tja. Natürlich hat sie mich gesehen. Hm. Danke für die Mahnung, ich sehe es. Das einzige Gute ist, wenn ich auf den Boden gestompt werde. Ja, oder auch nicht. Doch. Treffe sie danach, wie es immer. Dreimal geht nicht, Leon. Akzeptier es.
hätte klappen können. Ja, ein gedackelt, ey. Es sieht echt keine Möglichkeit. Ich verstehe es nicht. Rennen. Ich trau mir nicht, die zu grabben dann. Nicht, dass sie das auch wieder irgendwie auskontert. Ey! Ah, sieht ganz gut aus, glaube ich. Mach ruhig. Oh Scheiße, ich genieße das mittlerweile einfach. Einfach direkt angreifen kann oder auch nicht. Danke. Langsam wird es aber auch recht ernst hier. Ach, come on. Steh auf, Snake. Not the entire day time und so. Okay, warte mal, ich werde jetzt mal raufballern. Ich glaube mal nämlich mehr Damage. Nö, aber sie ist fast tot, okay. Das war's. Uniformschlange. Das war's doch, oder? Danke. Ich wollte schon sagen. So, Spiel durchgespielt. Herzlichen Glückwunsch. Okay, jetzt ging's eigentlich, der Kampf. Aber mein Gott. Der Munitionsmangel ist halt echt schlimm. There's only room for one boss and one snake. Ich glaube, ich muss drücken, ne? You shoot. Ich will dich. Oh, guck mal. Da passiert jetzt automatisch. Ich habe nichts gemacht. Hallo, Wuspina 9. Ich glaube, englischsprachig, aber ist nicht schlimm. Ich kann kein Englisch.
I hope it's not Chris's blood. Ich hab gesagt, Spiel durchgespielt, ne? Das stimmt ja gar nicht. Kommt da noch was? Fällt mir gerade mal ein. Auch spielerisch. Go, so ein gewisser junger Typ kommt noch. Ich bin froh, dass ich nicht mit Nugget Eye Snake noch spiele. Are you okay? Ich bin jetzt wieder fast 3 Stunden, ey, boah. Dauert noch. I told you you could trust me. No, it's my second time playing this game. But the first time is already 4 years ago, I guess. Ich mag dieses, wie das so flattert. Er ist noch jung. Snake, try to remember some of the basics of CQC. Not good. War einfach zu schwer, weil eine Person mehr drin ist. Was ist das denn?
I picked up a few new moves. Huh. It doesn't feel right to shoot an unarmed man. But I'll get over it. Eva! What do you say to one last showdown? Yeah, all right. Das ist Spaß. What's your name? Snake. No, not that name. You're not a snake, and I'm not an ocelot. We're men with names. My name is Ademska. Mhm. What's yours? Eigentlich ja Shalashashka oder so, aber. Very well, John. Plain name. But I won't forget it. Come on! Ich weiß nicht, ob es richtig war. Schön, dass sie so Zeit für so eine Scheiße hier gerade haben, während das Flugzeug gerade stirbt. Spannend. It's a blank. That was fun. Till we meet again, John. Das muss wehtun. Come on, pull up!
die Larre. We made it. Yeah, we sure did. Pferd frisst du Boss auf. Bulk 19, this is Control. Stand by for a direct order from the Chairman. Bulk 19, return to base immediately. Do you read me? This is a direct order from Comrade Khrushchev. Return to base immediately. Bulk 19, do you copy? Understood. Aborting mission. RTB. Look! The MiGs are turning back! Telefon! Well done, Snake. The MiGs disengaged. Most likely under orders from Khrushchev. Is this his way of helping us? Who knows? Maybe he didn't want things to get messier than they already are. Or maybe he just wanted us to owe him one. The important thing is, you made it out alive. As long as Khrushchev is with us, I don't think they'll be coming after you. It should be smooth sailing all the way to Alaska. I'm sending someone out to Galena Base to meet you. To meet me? The DCI and the President himself are waiting at Langley. Don't keep them waiting. Jo. Bei meinen anderen Spielstand löschen, ne? Aber noch Zeit, Paradox ist immer noch, wir haben das Spiel schneller durchgespielt, als wir The Boss, The End, normal, alte Schwäche, sterben sehen haben. Ergibt das Sinn? Ich glaube nicht. Guck mal, wie ich Spielstände löschen kann. Vielleicht mache ich das mal. Ah, guck mal hier, ne? Das ist ja der letzte Speicherpunkt, denke ich. Guck mal, letztes Mal 70 Stunden gebraucht, jetzt nur noch 12,5. Das ist schon mal ein bisschen schneller unterwegs gewesen. Aber jetzt noch eine Stunde Cutscene oder so? Nee, so lange ist es hier nicht. Na, mit einem Rundan ist es bestimmt nur eine halbe Stunde. Kommt noch Gameplay? Nee, ich glaube nicht. Nein, nee, auf jeden Fall nicht mehr. Aber nicht eine Trophäe noch, die ich halt spielen will. What do you want me to do? Did you ever think about coming back to America? I can't go back. Dann gute Nacht. Tschüss. But you saved this country. I didn't do it alone. Geh halt ruhig, ne? Ist voll okay. Hier folgt bei der Trophäe. Ja, klappt schon irgendwie. Is that part of your mission too? Or is it an order? Power up einfach dazwischen. Is it an invitation? Hmm.
proposal? I don't take orders from anyone now. Ist aber nicht Snake Eater, was er gerade läuft, oder? Ja, viel Spaß euch beiden auf jeden Fall. Ich trinke mal einen Schluck nebenbei. Richtiger James Bond-Moment gerade einfach, ne? Schon das Ding weggeknallt. Damit man weiter knallen kann. Ah, James Bond-Film wäre genau jetzt zu Ende. Aber Metal Gear Solid nur nicht. Oh Gott. Verschluckt bei dem Anblick. Scholars tell us that the first spy in history was the snake in the Book of Genesis. In that story, it was Eve who was tempted by the snake in the Garden of Eden. But this time around, it was I who tempted the snake and got away with the forbidden fruit of knowledge. Forgive me, snake. Tja, hat sie das Erbe der Philosophen gemopst. Noch schön mit Band, Tonband, geil. Good morning, Snake. I hope you slept well. First of all, I have to apologize. I wasn't sent by Khrushchev. I'm not a KGB spy, and I never worked for the NSA. Republic of China for the General HQ Second Department of the People's Liberation Army. It was all a lie. I tricked you. And I'm sorry. Philosophers still exist in China, too. You see, my mission was to find out where Volgan was hiding the philosopher's legacy and steal it. So I infiltrated his base as a KGB spy. The two NSA codebreakers who defected in 1960 were actually both men. The real Adam never showed up at the meeting place. Saving me the trouble of having to eliminate him. I sneaked in by pretending I was Eva. And you and Sokolov and Volgan, you all believed me. The philosopher's legacy was originally held in common between the US, Soviet Union, and China. We couldn't let the Russians and the Americans take it all for themselves. The Chinese government had its eye on the legacy too. I got the film containing the legacy. And also the nuclear missile launch data from the Shagohod.
5 years ago, the Soviet Union stopped supplying us with nuclear weapons technology. Since then, China's Lianda uneasing, hydrogen bomb, and space rocket projects have fallen behind. But with this data, our country will be able to develop its own nukes. We'll create a deterrent force to rival those of the U.S. and Soviet Union. Everything has gone according to plan, thanks to your help. I, too, am one of the philosophers. I'm an agent of the philosophers, a graduate of one of their charm schools. I was raised in a joint U.S.-Soviet-Chinese facility to become a sleeper agent. This was before the war. Back then, they were collecting children from all over the world. As a result, I'm indistinguishable from a native-born American. So it didn't surprise me when you and Volgan couldn't tell the difference. But she knew right from the beginning. She knew because before the war, she was at one of the philosopher's schools too, as an instructor. The boss was the only one I couldn't fool. She was the only one who knew I was a fake. She told me everything. Why did she open her heart to me like that? At the time, I couldn't understand it. But now, I think I do. Snake, she wanted you to know the truth. She chose me to tell you. That's why she saved my life. I've lied to you so many times, but not this time. My orders from the government were to obtain the legacy and to eliminate everyone who knew the truth about what happened. In other words, I'm supposed to kill you. But I can't do it. Not because we loved each other. And not because you saved my life, but because I made a promise to the boss, and I intend to keep it. I just wanted you to know. And you have to live. Diese Nachricht zerstört sich selbst. Getrickst worden. Ah. Jetzt geht's Richtung Trophäe. She didn't betray the United States. No. Far from it. She was a hero who died for her country. She carried out her mission knowing full well what was going to happen. Self-sacrifice, because that was her duty. Even the boss. I hereby award you the title of Big Boss. Da muss ich aufpassen, weil jetzt geht's los. You are a true patriot. So, jetzt nämlich. Hallöchen, Ocelot. Wie geht's denn so? Sehr schön, hat funktioniert. Thank you.
army. Someone like him to handle our top secret sneaking missions for us. A man who combines the qualities of a soldier and an agent. The boss's defection was a ruse set up by the U.S. government. It was all a big drama staged by Washington so they could get their hands on the philosopher's legacy. And the boss was the star of the show. They planned it so that they could get the legacy that Colonel Vulcan inherited and destroy the Shagohod at the same time. Only a legendary hero like the boss could have earned Vulcan's trust. Finding out where the philosopher's legacy was hidden was to be her greatest mission. Everything was going according to plan. But then something happened that no one could have predicted. Colonel Vulcan fired an American-made nuclear warhead at Sokolov's research facility. Khrushchev demanded that the U.S. government provide proof that it wasn't involved. They couldn't just abort the operation to steal the legacy. So the operation itself was greatly expanded and revised. The authorities in Washington knew that in order to prove its innocence, they'd have to get rid of the boss. And that one of their own would have to do the job. The public couldn't be allowed to find out about it. Not ever. This, they concluded, would be the best way to keep the whole thing under wraps. The boss wouldn't be allowed to come back home alive. And she wouldn't be allowed to kill herself. Her life would be ended by her most beloved disciple. That was the way the government wanted it. That was the mission she was given. And she had no choice but to carry it out. Her death in your hands was a duty she had to fulfill. Out of duty, she turned her back on her own comrades. A lesser woman would have been crushed by such a burden. The taint of disgrace will follow her to her grave. Future generations will revile her. In America, as a despicable traitor with no sense of honor. And in Russia, as a monster who unleashed a nuclear catastrophe. She will go down in official history as a war criminal. And no one will ever understand her. That was her final mission. And like a true soldier, she saw it through to the end. But I think she wanted you, of all people, to know the truth. She wanted to live on, in your memory. Not as a soldier, but as a woman. But she was forbidden to tell you herself. And that's why she told me. Snake. History will never know what she did. No one will ever learn the truth. Her story, her debriefing, will endure only in your heart. She did for her country. She sacrificed her life and her honor for her native land. She was a real hero. She was a true patriot. Khrushchev, will das Amt enthoben. Brezhnev wird Generalsekretär der Kommunistischen Partei und ernennt Kuzula als Ministerpräsidenten. China führt seinen ersten erfolgreichen Nukleartest in der Wüste Taklamakan durch. Saigon tritt APA bei. Die bessere Regierung führt eine Stöße mit dieser Notfallbehandlung durch. Das Verkehrsministerium legt die Grundlagen für die Schaffung des medizinischen Notfallsystems. Iva verschwindet spurlos in Hanoi. Paramedic gründet das erste paramedizinische System der USA in Seattle, Washington. Major Julius Fox auf.
Die Vereinigten Staaten sammeln die Überreste des Erbes. Der amerikanische Zweig der Philosophen ändert seinen Namen in Patriots. Ah, Big Boss setzt die Tradition von Major Zero, seine Fox-Einheit fort und gründet Foxhound. Ah, okay, das Projekt L'Enfant Terrible. Oh, 72 geht's los, ja. Die Geburt von Solid Snake. Die Söhne von Big Boss werden geboren. Okay, ich habe mich schon gefragt mit den Patriots, ne, weil die Philosophen und Patriots haben ja irgendwie einen sehr ähnlichen Hintergrund. Die Patriots, die Welt sozusagen regieren, und die Philosophen, die ja so eine auch übergeordnete Versammlung aller Großmächte sind. So. Das ist halt so filmisch, ne? Holy moly. Noch mehr als die anderen Metal Gears. Ja. Was bleibt mir zu sagen? Schönes Spiel immer noch. Johnny. Moment, man kann Johnny hier finden schon wieder. Was ist das denn? Ja, Metal Gear Solid 3. Ein super Spiel, doch. Wie fang ich jetzt an am besten? Erstmal sage ich, meiner Meinung nach, doch, muss ich jetzt leider sagen, nachdem ich jetzt Metal Gear Solid 1, 2 nochmal gespielt habe und 3, würde ich sagen, der schlechteste Teil dieser drei Spiele. Aber das ist rein subjektiv, denn ich hasse Stealth. So, Fakt. Und Stealth-Systeme sind bei Metal Gear Solid 1 und 2 halt noch geringer oder halt einfacher auszuhebeln. Ja, sich da einfach durchzuballern oder durchzuschleichen ist sehr viel einfacher und sehr viel besser möglich. Dahingegen ist es in dem Teil halt deutlich schwieriger, weil, naja, weiß ich nicht, weil es einfach, kann die Wachen viel schneller reagieren, was mit dem ganzen Tarnungsding und so, was ich halt echt ein bisschen zu viel finde. Ob dieses ganze System mit dem Essen und so, es ist ein bisschen zu viel des Guten, haben sie dann ja auch wieder rausgenommen in den späteren Teilen, zum Glück. Dennoch, ein bisschen zu viel des Guten für den Teil. Sehr viel Stealth-lastiger als die anderen Teile, weshalb es mir aus gameplay-technischer Sicht weniger gefällt. Aus story-technischer Sicht ist es trotzdem super. Es ist, vielleicht mag ich trotzdem tatsächlich 1 und 2 ein bisschen lieber. Dieses Zukunftsszenario gefällt mir irgendwie doch ein bisschen besser, glaube ich. Einfach weil das noch abgedrehter ist und noch irgendwie, weiß ich nicht, gerade Metal Gear Solid 2 hat mich ja dann echt beim Neuspielen überrascht, so, wie viel da eigentlich hintersteckt, wie viel philosophische Gedanken, wie viel, aber auch politische Themen rund um Kommunismus und Dingenskirchen, da halt auch, ne? Das war, hat mich doch sehr beeindruckt. Und in dem Teil hier hat zwar auch tolle Themen und eine tolle Geschichte, aber nicht ganz so krass für mich jetzt nochmal im Neuspiel, muss ich tatsächlich sagen. Ich meine, die Geschichte von The Boss, ne? Der True Patriot und so, was sie alles auf sich nimmt, nur um ihr Land, beziehungsweise eigentlich ja nicht mal unbedingt ihr Land, sondern einfach um die Welt zu retten, ne? Weil sonst droht ja eine nukleare Katastrophe. Und dass sie das dann auf sich nimmt und eigentlich ihre Beweggründe, dass sie halt Ländergrenzen verabscheut und so, das ist schon, da steckt schon viel auch eigentlich viel hinter, ja. Von daher aus storytechnischer Sicht will ich es eigentlich fast gar nicht beurteilen, weil dieses ganze Metal Gear Solid Universum ist halt eigentlich groß und gut. Aber ja, aus gameplaytechnischer Sicht finde ich den dritten Teil einfach nicht so ansprechend wie die anderen. Von daher würde ich dann schon sagen, mein unliebster Teil bisher, also von den richtigen, also die Peace Walker ist noch beschissener oder Teil 5, oder Portable Ops ist ja auch nicht so dolle, aber zumindest von den großen vier, sage ich mal, ne? Von denen ist es auf jeden Fall meiner Meinung nach der schwächste. Werden wir gucken, wie es dann mit Teil 4 läuft. Der dann übernächste Woche startet, heute in 2 Wochen, denke ich. Aber ja, ich finde schön, dass wir Untertitel haben für den Song. Director Hideo Kojima, ja. Ja, jetzt können wir gleich auch wieder natürlich einen geheimes Ende oder nochmal ein Gespräch am Ende. Aber ja. Mehr möchte ich jetzt eigentlich nicht sagen. Auf jeden Fall ein paar Trophäen geholt. Die werde ich mir gleich, denke ich, auch nochmal angucken. Fotos.jpg. Movie Unit, oha. Bestimmt werden alle Filme, die hier mal erwähnt wurden, nochmal aufgelistet. Great Escape und Monster of Amazonas oder wie der hieß. Und James Bond. Metal Gear 2 Solid Snake. Subsistence Unit, ja. Achso, jetzt kriegen wir nochmal die Credits wegen Metal Gear 1 und 2. Ja. Ja. Ach ja, trotzdem tolles Spiel. Auf jeden Fall cool, dass ich es nochmal nachgeholt habe.
Aber noch ein paar Trophäen geholt. Einfach nochmal die ganze Story erfahren. Die ich hier mitunter dann doch wieder ein bisschen vergessen habe, alles. Ja, ich glaube, hiervon habe ich am wenigsten vergessen, tatsächlich. Also, sonst habe ich ja fast alles vergessen. Hier wusste ich immer noch so die groben Verlauf und was hier alles so passiert. Also, das mit den Philosophen hatte ich gar nicht mehr so. TV-Spielfilm. Aber das zum Beispiel. Oh, Godzilla. Ja. Aber das mit den Philosophen hatte ich nicht mehr so richtig im Kopf. Und dass es dann doch mit den Patriots direkt zusammenhängt. Jetzt, wo ich den zweiten Teil wirklich erst vor kurzem gespielt habe, ist es wirklich nochmal cool zu sehen, auf jeden Fall, dass ich doch, dass da schon diese Verbindung beherrscht. Weil das habe ich schon die ganze Zeit gedacht, das ist irgendwie sehr ähnlich so. Ist es quasi das gleiche oder eine spätere Ausformung? Und ja, ist es. Otacon. Otacon. Ja, und Teil 4 geht es dann wieder weiter mit der modernen Timeline, wo wir dann wieder Solid Snake spielen, beziehungsweise Old Snake. Ja, er ist ja alt geworden dank Fox Die. Das wird auch cool. Da freue ich mich auch sehr drauf. Und Teil 4 ist tatsächlich der einfachste Teil der Reihe mit Abstand. Da kann man eigentlich relativ gut durchgehen. Durchrushen. Way to fall. Also die ganzen Lieder, die man hier hören kann. HD Remaster, ja, Blue Point. Irgendwie so. Ich mag dieses Metal Gear Solid Theme, ne? Ja, cool, dass ich es nochmal durchgespielt habe, auf jeden Fall. Doch, doch. Ach, ich bin glücklich. Wie spät ist es? Oh, halb elf schon, scheiße. Ja, da kann ich gleich noch ein bisschen was machen? Nein, ich muss ins Bett. Metal Gear Solid.com, ich wette, die Seite gibt's nicht mehr. Kojima ist schon kranker Typ auf jeden Fall. Das kann man nicht abstreiten. Ups. So. Post-Credit-Scene, geheime. Yes, Grozny Grad and the Granon Research Facility have both been wiped out without a trace. I understand, sir, but they were necessary sacrifices. Yes, the CIA has taken care of the boss themselves. I believe the White House will be satisfied. Khrushchev is finished. Your time has finally arrived. Yes, the American president is relying on us to keep a lid on the whole affair. We've got him by the balls. It should make a valuable trump card in future negotiations. Yes, Chief Director, of course. I'll keep the KGB informed. KGB gerade gesagt eigentlich. Ich weiß gar nicht, wer da genau redet gerade. Es ist, Ocelot? Ich weiß es nicht. Yes, it's me. The boss has accomplished her mission. The philosopher's legacy is now safely with us, in America's hands. Das ist Adam, der gerade redet. With this money, yes, the philosophers can finally be revived. The film we handed the Chinese was a fake. Ja, oder so. Peking must be in an uproar right about now. I'm afraid so. Only half the money has made it back to the United States. KGB must still have part of the legacy. Yes, the weapon has been reduced to ashes. That's right. Grozny Grad has been obliterated by the Davy Crockett we brought in as well. Yes, that was the boss's work too. Speaking of which, I've obtained something from Granon that you might find interesting. It's a revolutionary new nuclear attack system. Perhaps it might just come in handy someday.
Yes, we have John. I mean Snake to thank for that. Ja, okay, es ist Ocelot. Believed it as well. Yes, they bought our story. I don't think they'll be making a fuss. The secondary alert has been lifted as well. And the Soviets still haven't discovered my true identity. They have no idea that I've been triple-crossing them. I will continue my activities as a contact for the new government. Yes, it appears that no one knew that I was Adam. Of course, I am always at the CIA's disposal. Mr. Director. Okay. Was auch immer. Ocelot. Hm, ja. Naja, Ocelot wird sich dann ja auf jeden Fall. Spezialbeck nicht verwendet. Ich bin schlecht. Ja, auf jeden Fall wird sich ja Ocelot irgendwann auch noch mit Big Boss verbünden. Ne? Ich weiß gar nicht, ob das wirklich erst in Teil 5 oder schon in Peace Walker passierte. Ich weiß es nicht. Die kommen dann auf jeden Fall zusammen. Hm, ja, ich weiß. Die kommen zusammen, das klingt auch gut. Sicherheitsstufe nochmal, Spielzeit 12,55. Gespeichert 12 Mal, fortgesetzt 67 Mal. Alarmmodus von 5 Mal, du bist mal nichts besser. Lebensmedizin. 6 Mal geil. Das will ich doch jetzt gerade mal vergleichen mit meiner Statistik von damals. So viel Zeit muss sein. Ich habe noch einen YouTube-Kommentar, schön. So, warte mal, hier habe ich doch Metal Gear Solid 3. So. Wie war denn meine Statistik damals so? So. Okay, so, ja, damals natürlich 17 Stunden, 6. Gespeichert 19 Mal, 12 Mal. Das ist gar nicht mal so viel mehr damals. Echt? Ich hab doch voll viele Sessions gehabt. Fortgesetzt 43 Mal, 67 Mal. Okay, war echt schlechter. Alarmmodus 76 Mal, hier 105 Mal, 190 getötet, 69 getötet. Schwer verletzt 116 Mal, 132 Mal. Schaden insgesamt 400 Lebensbalken, 50 Lebensbalken. Lebensmedizin Nummer verwendet. 46 Mahlzeiten, hier nur 6, ich habe ja High-Frequenz immer schön benutzt. Alligator, damals war ich Crocodile. Naja, gut. Mir ist es halt scheißegal, ne? Ich wollte aber nur durchspielen. So. Oh, neues Objekt erhalten. Patriot. Kamera. Grüne Bemalung. Okay. Braune Bemalung. Nationalfahren. Okay. Smoking. Warum hatte ich die eigentlich alle nicht in meinem anderen Run hier? Was auch immer. Download. Ein Tiger. Eieiei, das ist einiges. Da habe ich das damals auch freigeschaltet hier. Ja, doch, habe ich damals auch alles freigeschaltet. Wahrscheinlich kann man das dann nur irgendwie in einem New Game Plus oder so verwenden. Keine Ahnung. Speichere ich das nochmal ab. Warum denn nicht? Achso, deswegen auch nur 01, ne? Einmal durchgespielt. Ich hätte mir nur Game Plus machen sollen, einfach so für die Lulz, für die Dinge, die ich so finden kann. Naja. Was auch immer. Okay. Dann sind wir jetzt wahrscheinlich wieder im Hauptmenü. Jo. Cool. Dann werden sich jetzt auf jeden Fall nochmal die Trophäen gegeben. Gucken wir uns die nochmal an. Kann ich ja jetzt schon mal machen hier. Diesmal auch hier in HD, ja. Oh. Jetzt ist gerade 60 FPS bei mir. Also in der Aufnahme ruckelt das voll, aber ich sehe das hier voll flüssig gerade. Ich würde schön das Theme dabei hören, ist auch schön. Und sehen so halb. Gott, oh, das ist wieder lange, ey. Prozent. Ja. Damals natürlich noch erledigen, The Ocelot, besiegen sie The Pain, The Fear, The End, alles noch von damals natürlich, The Sorrow, Shagohort, Bogin, The Boss,
Schlagen Sie einfach bewusstlos. Hören Sie einen Feind. Überfallen Sie einen Feind. Schneiden Sie einen Feind die Kehle durch. Empfangen Sie cool mit dem Messer. Das habe ich gerade gemacht. Cool. Ja, alle durch nicht R1, da werde ich ja wahnsinnig bei. Erstmal auf so einen Kerotan. Snake zu sich zu übergeben. Hier. Alle Arten von Heilpflanzen, alle Arten von Früchten, alle Arten von Pilzen, alle Arten von Vögeln, alle Arten von Schlangen, alle Arten von Fischen, alle Arten von Fröschen. Nein, danke. Schlinge essen. Teilex von 100 habe ich geschafft. Das schon damals. Ocelot Zeitparadox. Gibt es mehrere Möglichkeiten, Ocelot zu töten. Am besten halt am Ende beim Volgen-Bosskampf, da kann man ihn, glaube ich, töten. Da habe ich es damals auch gemacht, durch Zufall übrigens. Weil ich dachte mir, muss ich den vielleicht platt machen. Glaube ich. Eine Heilfrequenz auch zum ersten Mal benutzt jetzt und natürlich dafür hören sie Musik, um Ausdauer wiederherzustellen. Dumme Beschreibung, weil auf Englisch steht ja auch Use All, also quasi alle Heilfrequenzen benutzen. Dafür war das ja auch. Vor allem mit Bienen bewerfen, das war ein Akt auf jeden Fall. Schwierig, hat geklappt. Munitionslager mit TNT sprengen. Scheintotpille benutzen. Ja, sagenhafte Schlange, das ist auch irgendwie voll schwer, die muss man irgendwie mit Mausefallen oder so fangen, ganz merkwürdig. Alle Arten von Tarnung, alle Arten von Gesichtsbemalung. Die End vor dem Bosskampf, dafür muss man damals, wo man ihn, wo er so rausgeschoben wurde, auf seinem Karren da, auf seinem Rollstuhl, muss man irgendwie die Sniper schon haben. Man kann die sich vorher schon holen und muss man dann auf ihn snipen. So geht das irgendwie. Habe ich aber nicht gemacht, weil... Habe ich verpeilt. Ja, dann schleichen sie sich an die End heran und überfallen sie ihn, habe ich ja gemacht. Dafür, dass ich... Dafür habe ich seine Tarnung gekriegt. Und dafür dann auch 100% Tarnung erreicht. Also Titel Markor, keine Ahnung, muss man wahrscheinlich super geil durchspielen. Keine Ahnung. Finden Sie alle 64 Gerotans? Nein, danke. Wir verblieben den Schwierigkeitsgrad durch. Und schießen das Spiel ab, ohne jemanden zu töten. Waren ja nur 169 zu viel. Ja, insgesamt auf jeden Fall einfachere Trophäen als in Teil 2. Die waren halt komplett kaputt. Hier haben wir nur 47%. Habe ich Ihnen damals gezeigt? Wahrscheinlich schon. Also sind natürlich alle kaputt hier in Teil 2. Ganz eklig. Na egal. Perfekt. Zum Ende des Lieds durch. Na komm, lass mich wieder ins Spiel. Wobei, will ich ins Spiel? Boah, perfektes Timing, Alter. Voll gut. Fällt mir gerade voll gut. So, was gibt's eigentlich noch so Schönes hier im Menü? Hier gibt's gar keine Trophäen für irgendwelche Special-Modi, ne? Hier zum Beispiel sowas wie, weiß ich nicht, Spezial. Da kann man ja bestimmt noch Boss-Rush und alles Mögliche machen. Hier kann man Medikier 1 und 2 spielen. Spezialmodus. Gucken wir mal rein. Hauptaktionen. Ach so. Okay. Gibt's hier keine Boss-Rush-Modi oder sonst was? Gibt's scheinbar echt nicht, ne? Krass. In Medic Assault 2 gibt's ja einen möglichen Scheiß noch. Boss-Rush-Modus, Snake Tales, die ganzen VR-Missionen. Da gibt's ja deutlich weniger. Aber Teil 2 geben die auch alle Trophäen, was halt echt zum Kotzen ist. Einfach, so hart ist. Also keine Ahnung, muss man alle 400 VR-Missionen abschließen und bläh, ne, danke. Ja, Fotoalbum ist, hat nichts, ne? Keine Daten. Naja. Gut, ich muss jetzt aber auch irgendwie wieder pinkeln, plus, ja, es ist zu spät, deswegen höre ich jetzt auf. Das war Medic Assault 3, wie gesagt, in 2 Wochen wahrscheinlich, am Sonntag, also am 28. März dann vermutlich. Geht es los mit Medic Assault 4? Ja, habe ich auf jeden Fall richtig Bock drauf. Da werden wir uns auch ein paar Trophäen holen, auch wenn Medic Assault 4 die mit Abstand beschissenen Trophäen hat. Da werde ich bestimmt richtig wenig nur holen. Aber so ein paar, plus nochmal die Story erleben, die ich ja auch wirklich komplett wieder vergessen habe. Gerade das Ende war ja wirklich ultra verwirrend für mich damals. Heutzutage wahrscheinlich nicht mehr, ich war einfach nur dumm. Ja, und dann, irgendwann auch mal Rayman. Gut, dann werde ich jetzt aber auch auf nach 3 Stunden 40, reicht dann auch mal. Und ja, mir kam das Stream echt super kurz vor, nicht 3 Stunden 40 lang. Aber macht ja nichts. Gut, dann, bis denne.